So, wir werden jetzt ganz einfach einmal uns anschauen, was es heißt, dass wenn du mit Worten konfrontiert wirst, und ich sage, es ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob du Geräusche hörst, Worte als Geräusche oder ein geschriebenes Wort siehst, dass du letztendlich aus diesen Worten Vorstellungen aufbaust. Es können zum Beispiel deine eigenen Gedanken sein. Das heißt, wenn du jetzt über irgendetwas nachgrübelst, wie man so schön sagt, denkst du eigentlich nur in deinem Kopf ständig wechselnde Worte? Und das ist verbunden im Hintergrund mit einer Information, die du in der Regel gar nicht aufbaust. Wenn du jetzt so vor dich hindenkst, grübelst, sprichst du eigentlich mit deiner Gedankenstimme in deinem Kopf. Und diese Worte sind ja verbunden mit Vorstellungen, die du in dem Moment, wo du jetzt nur im Bereich der Sprache bist, dir eigentlich gar nicht bewusst ist, dass du dir in dem Moment die Vorstellungen gar nicht bildlich vorstellst. Wenn du jetzt zum Beispiel, du denkst, Mensch, ich muss zum Einkaufen, ich muss noch eine Milch holen. Sind nur diese Worte da, da denkst du nicht an eine Düte Milch in einem Supermarktregal. Das kannst du dann aufgrund dieser Worte, wenn du genauer anschaust, was ist mit den Worten eigentlich für eine Vorstellung verbunden, kannst du das dann dir auch vorstellen, zumindest das einmal feinstofflich. Und was ich immer sage, du kannst es auch realisieren, materialisieren auf deiner Feuerbrille. Aber immer nur in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt. Das heißt, diese Logik, die jetzt glaubt, wenn du sagst, Mensch, ich muss mal noch eine Milch holen, wenn du das jetzt denkst, du kannst auch bloß jetzt als Brösel den Supermarkt betreten, jetzt auf deiner Verabrede in einem Supermarktregal Milchtüten vor dir haben und jetzt eine Milchtüte anfassen und aus dem Regal herausheben und jetzt in den Einkaufswagen reinlegen. Was in dir auftaucht, taucht immer jetzt in dir auf. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Und ich gehe jetzt gleich nochmal darauf ein, wenn ich immer sage, hundertprozentig sicher. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Entweder hat ein Schalter Kontakt oder er hat keinen Kontakt. Das ist dieses Entweder-Oder der zwei Seiten, die aber immer nur gleichzeitig da sein können. Und wenn jetzt einer sagt, ein Schalter kann doch nicht geschlossen und offen gleichzeitig sein, dann musst du bloß dieses Prinzip verstanden haben. Das ist eigentlich Schrödingers Katze. Die Katze kann nicht tot und lebendig gleichzeitig sein. Und wir Physiker wissen ja, dass solange wir nicht hinschauen, solange wir uns nicht eine Seite ausdenken, sind alle Seiten gleichzeitig da. Und das ist letztendlich nur ein Verdrehen der Perspektive. Wenn ich jetzt nämlich einen klassischen Schalterkontakt mal so darstelle, und jetzt pass auf, was passiert. Ich sehe ihn von der Seite und jetzt schaue ich ihn von oben an. Jetzt ist er geschlossen und jetzt ist er offen. Jetzt ist er geschlossen, jetzt ist er offen. Das ist, ich wechsle nur den Blickwinkel um 90 Grad. Und wenn jetzt einer wieder ein Ja-Aber sage, der an seiner Logik festhält, sagt er, ja, der ist ja dann trotzdem noch offen. Der hat nicht begriffen, dass es keinen Raum gibt in der Wirklichkeit. In einem Traum gibt es nur Flächen. Du siehst immer nur flache Bilder. Und zwei flache Bilder können die Illusion, unsere Farbbrille von einem 3D in der Synthese die dritte Dimension erzeugen, die aber eine Illusion ist. Eine reine Berechnung, so wie du, wenn du eine VR-Brille aufhast, vor dir einen hyperrealistischen dreidimensionalen Raum mit dreidimensionalen Gegenständen, die in einer gewissen Entfernung vor dir in den Raum sich zu befinden scheinen, schien einen. Der Logos, der rote Logos, eint sich mit diesen Sachen, weil all diese Dinge sind in dem Moment, wo du sie siehst, selbst wenn sie als dreidimensionale Objekte in einer Vorstellung, in einen von dir vorgestellten dreidimensionalen Raum in Erscheinung treten, sind hundertprozentig sicher in dem Augenblick deine Information. Wäre es nicht deine Information, würdest du es nicht sehen. Wir machen hier kein religiöses, esoterisches oder vollkommen geistlos nachgeäfftes, Entschuldigung, naturwissenschaftliches Geschwubbel. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und wenn ich jetzt nochmal sage, mit hundertprozentig sicher, ein bisschen sicher ist, entweder ist es 100%, 99,99999% sind noch keine 100%. Und wenn dir jetzt irgendein Schwätzer, Mathematikprofessor, Mathematiker, ein geistlos nachäffender Affe, dir erklärt, dass 0,99999 doch eins ist, der hat nicht verstanden, was die Wirklichkeit ist. Er äfft bloß nach, was man ihm erzählt hat. Und so wie ein Computer programmiert ist, diese Logik ist seine Logik und dein Schwamminhalt ist nichts anderes wie ein Programm.
So, das lasse ich jetzt mal als kleines Vorwort und jetzt gehe ich darauf ein, auf diese Tatsache, dass wenn du jetzt irgendwas, und jetzt rede ich wieder mit dem Bröslich, wenn du jetzt da sitzt und konfrontiert wirst mit Worten in Form eines Zeitungsausschnittes, muss dir klar sein, dass ich jetzt, ich sage einfach mal, 1000 verschiedene Interpretationsprogramme diesen Zeitungsausschnitt anschauen lasse und 1000 Menschen werden 1000 andere Vorstellungen sich ausdenken. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Stufen. Das heißt, wir gehen einmal davon aus, du hast ein sogenanntes Kollektivbewusstsein und du liest jetzt einen aktuellen Zeitungsausschnitt, dann wird dir klar sein, dass bei den Worten Hitler, bei den Worten Putin, bei den Worten Kennedy oder Einstein, wenn diese Worte vorkommen in den Zeitungsausschnitt, dass ich jetzt einfach sage, ich denke mir jetzt Menschen aus, die erschaffe ich natürlich hier und jetzt in meinem Kopf. Und wenn die ein Kollektivprogramm haben, werden die bei dem Wort Hitler alle an denselben Hitler denken. Die sind hier, okay? Mal nur als Bild, als Person. Das heißt, dieses Wort Hitler selektiert einzeln hingeschrieben, ohne irgendeinen Kontext drumherum, wird zuerst einmal eine historische Person aufwerfen in ihnen. Und den Hitler, den du dir ausdenkst, der wird genauso sein, wie deine Logik dir das aufzwingt. Wobei ich jetzt mir einfach einmal denke, in dem Kollektiv rein optisch, wenn alle die an diesen Hitler denken. Und genauso könnte ich jetzt das Wort Putin nehmen. Und jetzt haben wir schon ein riesengroßes Problem aus dem Kontext. Das sind natürlich jetzt, ich sage mal, ich definiere das jetzt erst einmal nur als Namen von irgendwelchen Personen oder Menschen. Wenn ich jetzt das Wort Krebs hinschreibe, mein uraltes Beispiel, kann das natürlich schon ein wenig auseinanderplatzen. Vom Sternzeichen zum Schalentier zum bla 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 bla. Und erst mit dem Kontext wird es eigentlich interessant. Was jetzt wichtig ist, dass wenn du jetzt einen Zeitungsausschnitt liest, ich sage einen aktuellen Bericht aus Medien und Bastien, muss dir klar sein, dass je nachdem, wie du Worte interpretierst, du Vorstellungen in dir aufbaust. Das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst aus diesen Worten wiederum diese Vorstellungen, die werden von dir erschaffen. Ja. Schon wenn du nicht akzeptierst, dass ich sage, jeden Gedanken, den du jetzt denkst, in dem Moment, wo du an irgendetwas denkst, baust du in dir eine Information auf. Du liest der Zeitung und dann baust du Informationen in dir auf. Und diese Informationen werden von dir erschaffen. Das heißt, diese Menschen werden von dir erschaffen. Und die werden genauso sein für dich, wie du sie dir denkst, weil du ja nur deine Informationen siehst. Mhm. Und ich habe in vielen Selbstgesprächen, sage ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel an eine Maschine denkst, an einen Verbrennungsmotor, dann muss dir klar sein, auch dieser Verbrennungsmotor entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Solange du ihn nicht denkst, existiert er nicht. Und der wird, wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie der funktioniert, wird der genauso funktionieren, wie du dir das denkst, dass er funktioniert. Und wenn du jetzt an eine Erdkugel und ein heliozentrisches Weltbild denkst, dann entsteht es in dem Moment, wo du das denkst, das ist hundertprozentig sicher hier und jetzt in deinem Kopf und es wird genauso funktionieren und aufgebaut sein, wie du dir das denkst. In den meisten Fällen denke ich mir jetzt relativ ungebildete Brösel aus, also ich sage mal sehr fehlerhafte Programme, die denken sich zwar ein heliozentrisches Weltbild oder eine Verbrennungsmotor, weil sie wissen, dass das ja angeblich da außen gibt und irgendwann einmal in der Vergangenheit von irgendwelchen Leuten entdeckt oder erfunden wurde. Das ist schon die erste große Falle. In der Vergangenheit ist nie irgendetwas passiert. Und ich weiß es zwar nicht, aber da außen gibt es welche, die wissen das genau, wie das funktioniert. Somit fängst du dich an, schon zu entgeistigen. Egal, wen du denkst, egal welchen Menschen, der entsteht in dem Moment, wenn du ihn denkst und er wird so sein, wie du ihn dir denkst. Und wenn du dir denkst, dass einer viel Ahnung hat von Physik oder von Medizin, dann ist es für dich so. Aber der hat diese Ahnung nur deshalb, weil du dir das denkst, dass er die Ahnung hat. Das ist meine Sache mit den Kisten. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist 100%ig sicher und kannst du hier und jetzt, wenn du meine Gedankenlinie mitgehst und deine eigenen Informationen dabei beobachtest, mit 100%iger Sicherheit nachvollziehen. Du musst einfach nur nicken und Ja sagen. Und wenn jetzt irgendwas in dir drin ist, das das mit aller Gewalt nicht wahrhaben will, das ist der eigentliche Teufel in dir, der Scheitern, das Böse einseitig gelesen. Und da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Und zwar springe ich jetzt einmal, ich übertrage den Bildschirm. Und dann springen wir hier mal rein. Und ich will mal zeigen, was das mit Worten ausmacht. Das ist jetzt so eine Patatute-Ohrenbarung.
die Entrückung und Ende, das Ende der Erde. Da sind jetzt erst einmal nur Worte da. Und das ist jetzt so, ich rede jetzt zwischen einem Bröslichen, wenn du jetzt deine normale Interpretation hast, da hat es angeblich in der Vergangenheit eine Patatute gegeben und ich sage mal, die hat einen Kontakt zum Jesus gehabt und der hat ihr das alles mitgeteilt und sie hat es niedergeschrieben, wie ein Medium. Das ist jetzt einfach wieder nur Worte, wo du hörst, aber darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es ist immer dieses Spiel mit den Zahlen, die 34, 86. Die 86 muss ich jetzt gar nicht weiter erklären, da sind wir reichlich drauf eingegangen. Das ist El Hayom, Gott das Meer, UP. Die 34, da kann man viele Sachen draus machen. Da kann man jetzt erst einmal 3, 4 lesen. Dann heißt es Gat, GD. Und das ist der Glücksgott Jupiter. Der große Glücksgott. Wir können natürlich auch 30, 4 lesen. Man kann das sogar austauschen. Dann kriegst du das LD von Illet, vom Kind, vom Gotteskind. Das heißt Gebären. Etwas Gebären. Die Kurzform von Illet. Das ist ein Erzeugen, das heißt das Gebären, die Grundradix ist dann Illet, ist die göttliche Öffnung, das Gebären. Das führt uns dann zwangsläufig zu 44, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Worum es mir jetzt geht, ist schlichtweg, wir hören uns das jetzt einmal an und dann schaust du, was das an den Worten machst und ich zeige dir, was man aus den Worten noch machen kann. Das ist schon mal das schöne Wort Erde. Wenn wir dieses Wort Erde nehmen, das sind zwei Zweieradixen, das ist die R und die E. Und ich sage immer als Einfachstes, geh einfach mit, du sollst, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, einfach ein Kind werden, dann kriegst du hier die Radix ER. Und da wissen wir zum einen, dass das Wach, Erwachen, Erwecken heißt, das Wach, es ist aber auch der Feind, der Gegner, der Widersacher. Das heißt, in dem Moment, wo du wach wirst, erlebst du was. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz interessant, die Grundvoraussetzung, wach zu werden, haben wir schon wieder bei dem Wach zwei Seiten. Die Grundvoraussetzung, wach zu werden, ist, dass du schläfst. Du kannst erst dann wach werden, wenn der Zustand, der Jetzt-Zustand des Schlafen ist. Aber jetzt denke ich chronologisch, das heißt, ich schlafe und dann werde ich wach und dann bin ich wach. Das sind wie beim Sinus die zwei Seiten, die sich widersprechen. Schlafe ich jetzt oder bin ich wach? Aber definitiv ist es so, dass ich immer sage, bei allem, was ich widerspricht, zum Beispiel Schlafen und Wachsein, ergibt es einen vollkommen neuen Sinn in dem Augenblick, wo dir bewusst ist, dass das eine Welle ist. Mhm. Was heißt das? Hell und dunkel kann ja nicht gleichzeitig da sein. Doch, das ist immer gleichzeitig da. Aus Kreis und Dreieck wird der Kegel. Das ist eine nächsthöhere Dimension. Bitte jetzt nicht räumlich denken. Was passiert, wenn du schläfst? In dem Moment, wo du schläfst, träumst du und wenn du träumst, erlebst du was. Du erlebst deinen Traum. Du erlebst auch angeblich etwas, wenn du wach bist. Es ist aber ein riesengroßer Unterschied. Wenn du träumst, weißt du, dass alles, was du jetzt erlebst, sich in deinem roten Kopf, im Kopf des träumenden Geistes abspielt, dass der Traum ein reines, transversales, vertikales Denken ist und dass alles, was du träumst, letzten Endes aus dir selbst kommt. Es ist wie in einem Kino, Bild, 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 es taucht auf, verschwindet Gedanke für Gedanke, jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken und es existiert im Traum immer nur unmittelbar das, was hier und jetzt da ist. Das Wort unmittelbar ist übrigens sehr interessant, wenn du an die Kamera obscura denkst. Obwohl es sich in der Mitte befindet, hast du den Eindruck, dass es um dich herum ist. Obwohl alles, was du erlebst, deine Information ist und sein muss, das schreibt dir sogar dein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches, biologische Vorstellung von Denken. Schreibt dir das vor. Du kannst erst etwas erleben oder wahrnehmen, wenn es eine Information in dir, in deinem Bewusstsein geworden ist. Ob da was von außen kommt, ob das Zeug schon vorher da außen war oder auch dann da außen ist, wenn du es nicht erlebst, wenn es keine Information ist, wirst du niemals überprüfen können. Und du wirst merken, die Frage schon alleine ist dumm. Es ist einfach nicht, wenn du es nicht denkst. Und wenn du es denkst, ist es trotzdem in dir, wenn du ein träumender Geist bist, weil sonst wird es ja in dir nicht auftauchen können. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Das heißt, im Traum erlebst du etwas, wo aber ganz gezielt darauf hingewiesen wird, dass sich das nur in deinem
jetzt roten Kopf abspielt, weil der Kopf von dem Brösel, der da liegt und schläft und träumt, ja gar nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn ich sage, Holofeeling, ich beweise dir mit 100%ig arithmetischer Sicherheit, was du übrigens auch empirisch 100%ig sicher überprüfen kannst, dass es so ist, dass du dich jetzt in einem Traum befindest, der aufbaut auf einem Computerprogramm. Im Anfang war das Programm und du bist eigentlich nur der Computer, der seine selbstberechneten Informationen erlebt. So, jetzt gehen wir hier zum Ende der Erde. Also diese Erde, halt, das brauche ich noch, das war unser Er. Ich mache jetzt das sehr einfach. Jetzt können wir da natürlich reingehen, was ist diese 270? Und da musste ich das schon anschreien. Ein Kreis hat 360 Grad Umfang. Und das sind 4 Quadranten a 90 Grad. Und wenn wir jetzt diese 4 Quadranten a 90 Grad, wenn wir da einen wegnehmen, das ist die rote 4, dann bleiben noch 3 über und dann kriegst du deine Ecke. Das ist das, was sich in der Ecke abspielt. Da haben wir übrigens dann die 34 auf der 10er-Ebene und der Atbaschwert ist der kleine Gott. Das ist immer der gespiegelte Wert, der dieser 270 gegenübersteht. Habe ich schöne Bilder. Wenn du jetzt in eine Raumecke, in eine Traumecke reinschaust, dann ist es immer so schön, dieser Sprung, dieses Jesus, der vom Kreuz wegspringt, in diese Raumecke reinspringt, dass du, wenn ich jetzt eine Raumecke fotografiere und du schaust dir die von normalen Monitor an, sind es genau 3 Ecken, die aufeinandertreffen, praktisch 3 Seiten, die aufeinandertreffen. Und wenn ich mir jetzt denke, ein Kreis drum ziehe mit 360 Grad, fällt irgendwas. Das sind dann eigentlich hier 3 mal 90, ist ja nur 270 Grad. Ich weiß, das klingt jetzt sehr kompliziert. Und es ist immer das Prinzip, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Das ist so unendlich tief, diese Metapher. Du hast zurzeit eine Logik, wo du sagst, das geht nicht, das stimmt nicht, bis ich dir die Lösung zeige, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen und du siehst, das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt, ein Quadrat mit 3 Strichen zu zeichnen. Mhm. Da ist irgendwas in dich drin, in dir drin, das hemmt dich massiv, dieses vollkommen neu akzeptieren zu wollen. Es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Dass ich zum Beispiel Gott bin. Da ist so tief der Glaube, dass du nichts zu sagen hast, dass du ein unscheinbares Tierchen bist, das ums Überleben kämpfen muss, das leidet. Das ist dein Glaube. Oder dass du vielleicht mächtig, ich weiß ja, diese Rechthaberei dieser dummen Kinder in deiner Welt, die sich Politiker und Elite nennen und letztendlich Duckmäuser und geistlose Affen sind, die irgendwas nachäffen. Kannst du das beschwören, was man dir erzählt hat? Kannst du das beschwören, wo du, ich sage jetzt einmal dir 100, dich hundertprozentig sicher wähnst, dass der Putin so ist, wie du ihn dir ausdenkst oder dass Amerika so ist, wie du es dir ausdenkst. Es kann nicht anders sein für dich, wie du dir es denkst. Die Frage ist, warum denkst du dir das so? Könntest du das beschwören? Äffst du nur die Meinung, die du vom Hörensagen kennst, aus der Zeitung heraus? Mein Opa hat mir erzählt, der lügt mich doch nicht an. Astronauten haben doch gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Hast es du gesehen? Hast es du erlebt? Das ist jetzt die Frage, die ich dir stelle. Mhm. Wir gehen dann nochmal am Ende darauf ein, wenn ich daran denken sollte als Brösel-Udo. Also die Erde, jetzt haben wir dieses DE und da gibt es viele Möglichkeiten, aber die einfachste ist zuerst einmal bei DE ist immer das Wissen. Die Kenntnis, deine momentane Kenntnis, auf was beruft sich deine Kenntnis? Auf Schwamminhalt. Auf einprogrammiertes Wissen aus Elternhaus und Schule, aus der Zeitung heraus, aus das Internet heraus. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich so oft wiederhole. Egal welche Internetseite, welche Buchseite, welche Behauptung eines Trockennasenaffen du mir jetzt zeigst, ich werde dir 1000 Internetseiten, Buchseiten und Behauptungen von anderen Menschen zeigen, die genau das Gegenteil zum selben Thema behaupten oder sogar was ganz was anderes. Und jetzt kommt ein Satz, den habe ich oft wiederholt. Was für einen Wahnsinn gehst du auf den Leim, wenn du meinst, bloß eine dieser Meinungen wäre richtig. Das ist die Quelle von Leid. Und ich sage dir, egal was einer behauptet, der hat recht. Und es stimmt. Und es ist ein wichtiges Puzzlestückchen aus dem Heiligen Ganzen. Dass du selbst, dass wir sind. Wir sind nur 2. Das ist dieses Liebe deine Feinde. Und jetzt muss ich schon wieder wissen, dieses Feind hat 2 Seiten. Nochmal, dieses Feind ist die Spiegelung von dem R. Dieses R
Da hast du einen Feind, einen Gegner, Gegner. Ich will jetzt da nicht so weit reingehen, das wird in dir was wach, das ist das einmal, was in dir auftaucht, sind immer Gedanken werden und du weißt, eine Welle hat zuerst einmal eine Plusseite und eine Minusseite. Ist eine Welle jetzt ein Berg oder Tal? Ist es an einem Tag, Tag oder Nacht? Ist jetzt ein Mensch eigentlich gesund oder krank? Da wird jetzt in dir schon wieder drin sein, entweder ist er gesund oder er ist krank. Wenn er krank ist, ist er ja nicht gesund. Ich sage, das ist wie an einem Tag. Ist an einem Tag hell oder dunkel? Ja, zu welchem Zeitpunkt schauen wir uns das an? Das gilt für die Krankheit und die Gesundheit genauso wie für hell und dunkel. Der Zeitpunkt ist ganz klar, jetzt. Wenn du was anschaust, hast du es jetzt dann. Und jetzt müsstest du wissen, was ein Einheitskreis ist, dann wirst du nämlich feststellen, dass die zwei Seiten vier Seiten sind und so, aber diese vier Seiten denkst du, sind es acht Seiten. Und jetzt spiegeln wir das. Das Spiegeln ist hier so wichtig. Und jetzt kriegst du jetzt erst einmal das Böse, die Boshaftigkeit, aber auch den Freund, Gedanken. Ein Gedanke. Jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Freund von dir. Gleichgültig, ob du den jetzt böse und schlecht definierst, übel als Unglück, aufgespannte Existenz, geirrt, dein geistiges Licht ist eine Welle. Das ist das Glück. Und das könnte ich, jedes Wort für sich ist ein Kleinod. Aber Erde heißt schlichtweg und einfach erwecktes Wissen. Das ist nochmal hier, wenn ich jetzt das weiß, Erde heißt erwecktes Wissen. Jetzt habe ich natürlich eine klare Vorstellung, was mache ich aus dem Wort Erde? Und du wirst jetzt feststellen, für das Wort selber, für das Wort Erde gibt es zwei hebräische Wörter. Das ist einmal das hier. Das ist die Erde, Ares. Das ist auch das Land. Und da muss ich jetzt schon sagen, das ist hier sehr überholt, wenn man hier genau wird, der Erdboden. Genau genommen bezieht sich das jetzt in dem modernen Hebräisch, die Erde, auf diese, was wir jetzt klassisch in deiner, mit deinem Intellekt Erdkugel nennen. Das ist natürlich dann auch ein gewisses Gebiet, eine Form, hochinteressant. Da ist in einer Unterform, das sind jetzt die klassischen, die Erde dem Land. Und jetzt heißt es noch rennen, fliehen, laufen, eilen, rennen, laufen, fliehen, eilen. Wieso? Weil hier ganz einfach dieses zweiten Buchstaben, dieses Ratz, das heißt laufen, rennen, das ist ein Läufer. Und das Alef als Vorsilbe im Perfekt heißt, ich werde zu laufen anfangen. Ich werde zu einem Läufer, es rennt etwas in mir. Bild, Bild, Bild. Mit Lichtgeschwindigkeit sogar. Und interessanterweise, das Ding hast du auch ein Bruchstück. Ein Bruchstück. Jetzt, wenn ich weiß, dass Ruch der Geist ist und Beruch heißt, im Geist ist ein Stück. Schau mal. Bit, 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 bit. Und plötzlich läuft ein Film in dir. Der läuft aber nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern dein erwecktes Wissen kommt aus dir und fällt rein. Ich mache immer diese Bewegung, das ist es Laufen, das ist die Erde. So wie du meinst, dass ich eine Erdkugel, KGL heißt übrigens wie eine Welle, diese Welle plus minus hell dunkel um die Sonne herumdreht, das sind alles Vorstellungen, die auch nur existieren, wenn du sie denkst. Ich sage, du machst jetzt Cut, du machst dir bewusst, was jetzt da ist. Und dann wirst du feststellen, es ändert sich hier und jetzt. Jeder Moment, es entsteht jetzt was und es wird jetzt wieder vernichtet, egal wie lange du jetzt meinst, dass das Bild steht. Das sind alles Konstrukte, vollkommen logische Konstrukte. Das ist die Welt einer Gedankenwelt. Und jetzt kann man natürlich das widerspiegeln, dieses in Bewegung gesetzte Bruchstücke. Was sind denn Bruchstücke? Spiegelt man das doch einfach wieder. Und jetzt kriegst du schlichtweg und einfach Fels macht jetzt im ersten Moment keinen Sinn, der Kiesel, der Stein. Ich muss das da mal wissen, dass dieses Zur, immer das Rotlesen, die Geburt einer Berechnung, ist immer ein Zuformwerden, ein Formgeben. Der Geist ist dabei eine polare Existenz. Ich kann auch lesen, der Geist wird eben. Da ist dieses, ist eben jetzt. Es ist ein Formwerden, ein Zuformen, weil jedes Bild, jeder Moment, der in dir auftaucht, eigentlich steht, dieser Fels steht eigentlich für was Feststehendes, für was Statisches. Da könnte ich jetzt jede Kleinigkeit, denk einfach bei Zurim eine Zuformwertung. Wir kristallisieren etwas aus, es wird fest und es löst sich wieder auf und formt sich um wie unsere 200 Gramm Rohlinge. Das ist das eine Wort für Erde und das zweite Wort für Erde ist Adama. Da haben wir jetzt erst einmal unseren Adam,
Das ist ja der Mensch, der Rode, ich sage immer im roten Kopf, heißt auch dann Schweigen, ich gleiche. Schau mal, das Ich gleiche. Ich Geist werde zu einer Leiche. Das ist, wenn ich an meinen Körper denke, du bist eine lebende Leiche, lass die Toten ihre Toten begraben. Und ich erstarre, ich verstumme, ich bin ruhig und still. Das bezieht sich jetzt auf den Roden. Der Rode mischt sich nicht ein, der träumende Geist als Ding an sich taucht in seinen Traum eigentlich überhaupt nicht auf. Ein träumender Geist kann in seinem Traum nicht auftauchen, weil er das Kino ist. Und wenn du in einem Kino sitzt, kann das Kino nicht auf der Leinwand in Erscheinung treten. Eine einseitige Aussage. Selbstverständlich kann das Kino im Traum auf der Leinwand in Erscheinung treten, aber das Kino, das im Traum auf der Leinwand in Erscheinung tritt, ist nicht dieses Kino, in dem sich das abspielt. Ja. Das ist eine ganz einfache Erkenntnis. Das heißt, egal, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, egal welche Information du jetzt aufbaust, das bist nicht du. Weil du immer derselbe Geist bist, egal was du jetzt denkst. Es wechseln sich nur deine Informationen aus. Du bist immer derselbe. Dasselbe rote Ich. Und dieses selbe, dieser Geist, Dharma heißt dann übrigens, dieses Ich gleiche ist dann DMH. Jetzt machen wir hier mal ein H dran. Und jetzt kriegst du auch wieder die Erde. Das ist jetzt aber in der klassischen Übersetzung der Erdboden. Bo heißt in ihm, ist ein Urteil. Du springst praktisch auseinander. Ein erweckt geöffnetes Urteil in dir. Das ist auch erwecktes Wissen. Aber das ist jetzt rotes Wissen. Und dieses Ich gleiche, da haben wir jetzt dieses, das Ich. An was denkst du, wenn du auch an dich selbst denkst? Jetzt musst du zuerst wissen, da ist eine dritte Person, er. Ich mache immer E-Quadrat oder Es, er es. Das ist der Imperfekt J im Hebräischen. Und diese dritte Person ist eine Synthese. Und sobald die eine GL, eine Welle aufschmeißt, ein Le-Ich aufschmeißt, dann kriegst du eine Gedankenwelle und diese Welle gleicht dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Darum ist dieses Dharma, wir machen mal das Haar hinweg. Ich will dir ein bisschen was von der Physik zeigen. Jetzt wirst du dann praktisch zu einer Attrappe. Und das ist das Glauben, das Gleichstellen, das sich vorstellen, das Vergleichen. Jetzt kann man natürlich auch, wieso steht jetzt hier ihr Blut? Weil das hier hin, das ist dieses Spiel mit den Präfixen und Suffixen, heißt auch ihr in Bezug auf Frauen und Damm, für sich alleine ist es Blut. Blut wiederum heißt in eine Hülle stecken. Und die Hülle ähnelt dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und jetzt sagt man ganz einfach in der Ästhetik, wie innen zu außen. Sag mir, an was du glaubst und ich sage, was du dir ausdenkst. Sag mir, was für ein Programm in dir läuft und ich sage, was für eine Welt du um dich herum hast. Ich sage dir, an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das zwingt dir dein Programm auf, dein Schwamminhalt. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Und dasselbe, wie wir jetzt hier zwei Wörter für Erde haben. Es ist, wenn du den Bibeltext liest, extrem entscheidend. Dir nützt eine deutsche Übersetzung überhaupt nichts, weil nämlich das Wort Erde oder Erdboden, es kann im Originaltext Adama stehen oder es kann Ares da, Ares die Erde da stehen. Berosh Bara inmitten dieses Kopfes erschafft El Hayom UB. Himmel und Erde. Da steht zum Beispiel das Ares, das in Bewegung setzen. Wobei das schauen wir ihm, der Himmel auch ein ganz interessantes Wort ist, wenn wir uns das genauer anschauen. Da wirst du nämlich zuerst einmal das Beginn mit Shim. Und das ist jetzt zuerst einmal das Wort für Name, für Wort. Und da steckt jetzt noch der Ruf, da steht jetzt schon der Kopf des UB. UF ist UB. Da gibt es nur einen Namen, das ist UB und das ist das Hauptwort. Das ist der verbundene Ort, in dem sich alles verbindet. Ich bin der, der ich bin. Und das ist ein verbundener Ort. Und das ist jetzt hier, das heißt auch dort. Es wird zu einem geöffneten Ort. Die O übrigens kannst du als 470 schreiben, dann hast du, dort ist dein Wissen. Die O ist das Wissen, sind berechnete Erscheinungen, RD. Wenn du jetzt Grundlagen der Vatersprache hast, dann kannst du komplett folgen. Wenn nicht, ist es wie, wenn wir über Physik reden und du hast keine Ahnung von Physik.
Die Kleinsten werden die Größten sein. Mach dich nicht besser, sondern erkennst erst einmal, ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Aber wenn du das doch dann erkennst, dass du eigentlich nichts weißt, wieso mischst du dich überall ein und meinst, du wüsstest was, indem du geistlos Einseitigkeiten nachäffst. Egal wer du bist, da magst du noch so ein hochdotierter Professor sein, du äffst, du bist nur ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht, du bist ein Schöpfergott. Aber du verwechselst dich mit einem dummen Affen und versuchst möglichst lang dieses Affenleben am Leben zu halten. Das ist dein eigentliches Problem, das du jetzt zu lösen hast. Und der Himmel heißt der Charming. Und da müsste man sich Gedanken machen. Die Himmelsdecke, da haben wir jetzt schon die Ecke hier, dieses Gack, Dack ausgedacht. Weil nämlich das Wort Schem, das ich hier gerade dargestellt habe, das spricht man Schem aus. Als Schem ausgesprochen heißt es Name und als Scham ausgesprochen heißt es dort. Und jetzt ist es diese Radix Schem ist männlich, die ist Seger. Das heißt, die eigentliche Mehrzahl wäre jetzt Schemim, das heißt also Namen. Im Plural, in der Mehrzahl, rein grammatikalisch müsste, weil Schem Seger ist, eine sogenannte maskuline Pluralendung haben, dann müsste das Namen heißen, da aber das jetzt als Himmel übersetzt wird, diese Schemim, sind die Namen Schemot. Und du merkst, da werden jetzt grammatikalische Regeln schon verschoben. Das ist das einmal jetzt das Klassische für Namen und das jetzt kommst du in dieses Amen. Schau mal, das existierende Amen. Kommst du jetzt in den Exodus, in den Auszug. Und das haben wir, wenn wir das jetzt beginnen, enden diese Übersetzungen immer wieder mit Amen. Das ist das Ende der Erde. Wir haben jetzt hier, pass auf, kleiner Trick genauso, ich bin jetzt ein bisschen zu genau und ich wollte gar nicht so genau reingehen, so wie wir zwei Wörter für Erde haben. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, wenn du ja Deutsch Bibeltext liest, ist es sehr wichtig im Kontext, ob da Ares steht oder ob da Adama steht. Ja. Im Deutschen hast du immer nur Erde dastehen. Und genauso ist es ja mit dem Wort Mensch. Es ist sehr wichtig, ob da Adam steht oder ob da Enos steht. Wir wissen, der Enos ist dieses kränkelnde, schwächelnde, das ist der Affe. Das ist der Mensch. Enosch, da wird nur O meistens mit reingeschoben. Das ist hier schlichtweg dieses unheilbar Kranke. Ich mache das einmal nochmal in. Da schiebt sich da noch ein Schin mit rein, weil der spannt sich hier auf. Und jetzt kriegst du den Anthropomorphismus, den Menschen. Die Vermenschlichung eines Geistes macht den Geist zu einem Affen. Und diese Affen sind heillos, hoffnungslos, sterblich, unheilbar krank, solange sie Affen sein wollen. Und jeder, der nicht wach werden will, bleibt auf alle Ewigkeit jeder Geist, wohlgemerkt. Man muss nochmal trennen, nochmal auch zwei Seiten, einmal die KIs. Das sind deine Informationen. Menschen, die du dir ausdenkst, sprich Affen, die du dir ausdenkst, sind einfach nur Erscheinungen in deinem Kopf, die sein Dasein müssen. Die kriegen das gar nicht mit, da darfst du auch keine Schutzerweisung machen. Ich betone nochmal, du lebst in einem absoluten Irrwahn, wenn du meinst, du müsstest dir jetzt irgendwelche böse Menschen ausdenken. Die musst du dir aus als träumender Geist, kannst du dir sehr nicht raussuchen. Es ändert aber nichts daran, dass das, was du denkst, von dir erschaffen wird. Unbewusst, du bist ein träumender Geist und du musst wach werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwelche Charaktere ausdenke und ich rege mich über diese Charaktere auf, die ich selber in mir erschaffe, die sich gar nicht raussuchen können, dass ich die so denke, wie ich sie denke. Das ist die absolute Demonstration von Unbewusstheit, sprich von Geistlosigkeit. Das heißt, alle Menschen, die jetzt in dir in Erscheinung reden, die irgendwie sich über andere Menschen aufregen, was soll dir das sagen? Die über irgendwelche andere Menschen herziehen oder gespiegelt die bewundern, was soll dir das sagen? Die schimpfen über Gedanken, über Geschöpfe, die sie selber erschaffen haben, aber die oder andere Seite, sie bewundern irgendwelche Geschöpfe, die sie selbst in sich erschaffen haben und reden sich ein, dass die viel besser und viel wichtiger und richtiger denken wie sie selbst. Das ist die komplette Entgeistigung, die Selbstentgeistigung eines Geistes und das macht der materialistische Glaube. Und die sind dann auch gefährlich, alle, die einen wie die anderen. Und umso mehr einer meint, der gehört zu den Guten, umso gefährlicher ist er. Das ist der Enosch.
Und dann haben wir den Adam, da sind wir ja gerade schon drauf eingegangen, das ist der Gott nach Gottes Ebenbild, das ist ein bewusst träumender Geist. Denker und Ausgedachtes gleichzeitig, vorhergehende Selbstgespräche anhört. Ich würde da noch einen kleinen Hinweis machen. Wenn wir das deutsche Wort Mensch nehmen, dieses Mensch beginnt mit einem M und was kommt dann? Enosch. Enosch. Das ist der Enosch. Das ist ein gestaltgewordener, daher das M, Elef, Nun, Shin. Da steht jetzt Mensch. Das ist eine gestaltgewordene Schöpfung, eine Existenz, die dir vollkommen logisch erscheint. Wir können das aber rot machen, dann ist es das geistige Meer UB und da ist der Schöpfer und dieser Schöpfer sein mit einem alles umfassenden göttlichen Logos, das wäre jetzt das Rote dazu. Ja. Aber wir haben mit dem deutschen Wort Mensch eigentlich schon den Enosch mit drin. Es ist aber kein Adam. So, ja. Wenn man das jetzt weiß, lass mal das mal laufen und jetzt schauen wir mal, wie schlimm. Einfach mal schauen, was du selber aus den Worten machst. Das ist das Ende der Erde, dass alle Erdenbewohner vertilgt werden, die nicht in das Reich Gottes gehören. So, klingt schrecklich, ne? Das ist die Apokalypse. Was ist die Apokalypse? Normal wird es übersetzt mit Offenbarung. Offenbarung beginnt mit OFF. Offen. OFS ist ein Kreisen von zwei Facetten. Die Erde haben wir schon gesagt. Da liest du jetzt einfach mal diese eine Möglichkeit, das Ende von erwecktem Wissen. RW-Eck, da haben wir unsere Ecken schon drin, wenn du dann in diese einzelnen Eckfacetten reinschaust. Dass alle Erdenbewohner, jetzt ist an was denkst du bei dem Wort Erde? Eine Erdkugel, wo sich 8 Milliarden Trockennasenaffen befinden, die auf dieser Erde wohnen. Das denkst du dir jetzt in der Regel aufgrund dieser Worte. Die werden verdickt. Wann werden diese 8 Milliarden Menschen verdrückt? Wenn ich sie nicht denke. Bingo! Bingo! Ja. Schauen wir uns das einmal an. Bien. Da ist ein Einschalten, ein Interpolieren, Pol, Poal, das Tun, Machen, Handeln. Denk immer an den Poal, Pol, Wissen, wird hochgehoben. Der Poal. Zwischen, innerhalb, ZW, die Geburt von was doppelt aufgespannt ist, heißt schlafen, schlafen und träumen vor sich. Das passiert innerhalb, in Gott, innerhalb, aber bloß Bola. Ein Zwischenraum, eine Unterscheidung. Er nahm etwas wahr. Verstehe du, da steckt die Ehe drin. Fang es an, wieder eine Ehe zu machen, mach es wieder eins. BN heißt, in mir ist eine Existenz. Da muss ich aber was in mir selber interpolieren. Das ist der Pol. Wenn ich das jetzt so schreibe. Das ist das Verb, das Wirken, das Zeitwort. Übrigens im Hebräischen ist, wenn nur das klassische 3 ein Verb dasteht, ein, im klassischen Sinn, was wir Zeitwörter sagen, sind es eigentlich auch Tunwörter, Tatwörter, ist es schlichtweg immer automatisch dritte Person. Das muss nicht dabei stehen. Im Hebräischen ist das reine Verb schon die dritte Person. Wirken wir und ken heißt das Fundament F unter. Wir werfen eine Welle auf, die wir uns überlegen und um uns herum verstreuen. Sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das machen wir. Das ist in uns, interpolieren. Und wie war das nochmal? Go? Das passiert in deinem Inneren. Das sind innere Körperschaften, wo du immer nur dieses Eingemeinde im Bauch, das führt dich dann zum Gaster. Gastritis. Aber schau mal, in dem Gast hast du eigentlich schon den Gaster in dem Bauch. Das Ganze ist dann auch der Magen. In der Mitte einer Gemeinschaft, immer im Zentrum, spitzt sich das ab. Das ist, wird in Holofeeling alles erklärt und ich weiß, das ist so unendlich viel Wissen, aber ich will nur sagen, was machst du spontan? Die Erdenbewohner werden verdirbt. Die nicht in das Rei, in das Re-Ich, schau mal, Re-Ich, da haben wir unser Ra wieder. Böse oder gut? Hast du ein böses Ich oder ein Rei? Kopf des Schöpfergottes ist eine große Kollektion, die nicht in das Reich Gottes gehört. Weil die Wellen als Ding an sich nicht im Reich Gottes sind, im Reich Gottes gibt es bloß Einheit. Stimmt oder stimmt? Mhm.
Das, ich weiß, das ist ja wenn ein ungewohntes Denken, aber da geht es, dieses Gehören, Geh-Quadrat fängt an zu hören, das sind die Ohrenbadungen. Die Gläubigen aber leben des Leibes hinweggenommen werden von der Erde, von diesem erweckten Wissen. Das heißt, du musst dich selber hinwegnehmen von deinem erweckten Wissen. Das passiert in dem Moment, wo du schlichtweg und einfach erkennst, ich bin was anderes wie ein Gedanke von mir. Die Gläubigen aber lebenden Leibes hinweggenommen werden von der Erde. Jetzt ist natürlich schon, an was denkst du bei dem Wort Leib? Wenn ich jetzt das Wort immer wieder dran denke, dieses Leib als Ding an sich, das hebräische Wort für Leib ist Gup. Da haben wir zum einen den Körper, den Leib, die Persona. Ein schönes Spiel. Atbasch, Wert ist der Kopf von Ube. Immer dran denken, Atbasch ist der gespiegelte Wert. 80 ist Wissen, das sich spiegelt. Immer wieder, dieses 80, das gespiegelte Wissen. Siehst du, da haben wir nur Mischim, die 80 vorneweg im äußeren Wert, lassen wir die 0 in der Mitte weg. Wenn ich das lese, habe ich hier eine Kollektion und hier habe ich Spiegelungen. Kollektive Spiegelungen, Kollektion erzeugt Spiegelungen und das ist das Kreisen mit der Null in der Mitte, kann man hier wegmachen. Das Ganze, der verborgene Wert ist 81. Die 81 ist so unheimlich wichtig, da komme ich dann eventuell noch dazu. Unser 1 durch 81. Ein gigantischer Wert und das Ganze spielt wieder plus 1, minus 1 sich in dem Zentrum ab. Okay, dieser Gub. Der Geist von UB, Geist verbunden in eine einzige große göttliche Weisheit oder dann Gehirnverstand, erzeugt aufgespanntes Wissen. Das ist der Leib. Wir können natürlich auch das Wort Leib einmal ein LIB draus machen. Zu mir kommt der Licht Gottes innen und die Polarität ist aus. Auch wenn es jetzt hier kein hebräisches Wort gibt als einzelnes Ding, wir können alle IB lesen und noch viele, viele Möglichkeiten. Das sind einfach nur Perspektiven, wenn ich immer wieder sage, wenn ich jetzt eine Kollektion nehme und ich sage jetzt als Kollektion zum Beispiel, wir nennen die Kollektion Küche und jetzt schau mal, wie viele Bilder, wie viele Vorstellungen du in die Küche dir reindenken kannst. Einzelbilder. Die sind alle in den Ordner drin. Es ist also für die Erdenbewohner das Ende gekommen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Die Erdoberfläche erfährt eine totale Umwandlung, die so vor sich geht, dass kein lebendes Wesen auf ihr bestehen kann. Dass Menschen, Tiere und Pflanzen vernichtet werden. Ja, jetzt pass auf, jetzt denkst du dir einfach mein Beispiel. Wir nehmen mal 200 Gramm rote Gnede, das machen wir eine Kugel draus und dann hat die Gnede die Form der Kugel. Und jetzt machen wir hier ganz leicht oben, das wäre jetzt nur Wasser, rotes Wasser. Und da werden jetzt ganz leicht Wellen, das sind Unterschiede an der Oberfläche. Egal welche Gedankenwellen die Oberfläche hier einhüllen, es bleibt immer gleich bleiben diese 200 Gramm rote Gnede. 200 ist Rosh, ist der Kopf des Schöpfergottes. Rot ist der Adam, das ist der träumende Geist. Und Gnede, habe ich so oft darauf hingewiesen, kann man sofort wieder hebraisieren. Ken ist das Fundament. Das ist das, hier sich etwas überlegen, die Grundlage, das Fundament und Lügen unter die Welle. Mendior, sich etwas ausdenken, überlegen, Lügen verbreiten. Das ist die Welt der Gedankenwellen. Und Ed sind Zeitpunkte. Das ist zur Zeitpunkt, jetzt, jetzt, nun. Hier hast du Existenz und Existenz, Wellen Bauch und Wellen Dahl. Je ist Gott, TZD, die Geburt von zwei Spiegelungen, die sich gegenüberstehen. Ed ist der Zeitpunkt. Und Ed He ist auch das hebräische Wort für jetzt. 200 Gramm rote Gnede beschreibt genau das, was ich dir die ganze Zeit beschreibe. Und wenn wir die Gnede umformen, wie oft habe ich das gesagt? Du bist immer derselbe Geist, du bist immer diese 200 Gramm rote Kennede. Und egal, was du denkst, kriegst du nur eine andere Form. Aber was jetzt du dir um dich herum denkst, die Welt um dich herum ist eigentlich deine Information. Deine Information. Indie ist eine Form, die genau genommen gar keine Form ist. Was ist eigentlich eine Erdkugel, wenn du nur an eine Erdkugel denkst? Als Ding an sich, ein Gedanke. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt denk an deine Eltern. Normal, trocken, außenaffentechnisch. Eventuell an deine Kinder, wenn du Kinder hast. Was waren jetzt die ganze Zeit, bevor du sie gedacht hast? Ich nicht. Und was sind sie, wenn sie du es denkst? Auch nur Gedanken. Genau, auch nichts. Ein Gedanke als Ding an sich ist eigentlich nichts.
Wenn du jetzt aber doch erkennst, dass dasselbe auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen gilt. Es ist doch gleichgültig, ob du jetzt an deinen Kühlschrank denkst oder deinen Kühlschrank auf die Verabrede holst und zu einer sinnlich wahrgenommenen Information machst. Da außen ist sowieso nichts, du hast da Verabrede auf. Du tust nur ein gewisses Konstrukt deines Programms umwandeln in diese statische Struktur von statischen Pixeln auf den Zäpfchen deiner jetzt ausgedachten Augen, was wir dann Verabrede nennen. Und dann hast du dieses sinnlich wahrgenommene Bild, das aber nur deshalb ist, weil du es verwirklichst. Was ich dir jetzt sage, ist eine extreme Vereinfachung von einer Vereinfachung. Und ich muss nochmal reinschieben, wenn du in deinem jetzigen Intellekt, ich rede ja nur mit einem Geist, aber du läufst zurzeit ja mit einem gewissen Intellekt, der dich zwingt, der zu sein, der du zurzeit zu sein glaubst, in dem Zeitabschnitt zu leben, wo du zurzeit zu leben glaubst. Das macht dein Intellekt. Ich kann es jetzt einfach ausdrücken, den Traum, den du zurzeit träumst, indem du dich mit einer ganz gewissen Person verwechselst. Du kannst jetzt auch träumen, dass du ein Ritter bist im Mittelalter oder Captain auf einem Raumschiff. Das ist vollkommen gleichgültig. Was du denkst, was du erlebst, erlebst du hier und jetzt in deinem roten Kopf. Das ist kein Science Fiction, das ist die neue Welt, die ich dir öffne. Und jetzt ist es also so, diese Vereinfachungen sind nötig, wenn ich immer wieder sage, wie will ich als Windows Daten, Windows-Betriebssystem-Daten, wie will ich das an Basic-Betriebssystem-Computer vermitteln? Ich muss ja Basic sprechen, also es sind extreme Vereinfachungen, aber ich betone, es ist jederzeit von dir verstehbar. Du musst dich bloß darauf einlassen. Das heißt, dass ihre materiellen Substanzen sich auflösen? Alles, deine Substanzen. Eine ganz, ganz interessante Erkenntnis, wenn wir hier mal rein in die Erdoberfläche. Da haben wir übrigens schon das Wunder. Erweckt, RD, übrigens, das heißt hinabsteigen. Das kommt von Jotta. Eine erweckte Öffnung kann man auch lesen. E Quadrat berechnet praktisch eine Öffnung und da musst du dann, das ist, der ist über den Jotta gegangen. Interessant, dieses nach unten gehen erzeugt eine Oberfläche. O ist kreisend, BR heißt das Äußere, das kreisende Äußere oder polar erweckt. BR heißt polar erweckt, I als Fokal rausgeschmissen heißt das Äußere. Sind wir darauf eingegangen? Das ist schon mal ein Wunder, immer das Wunder einer Kollektion. Darum ist über den A zwei Pünktchen drüber. Deus, Deutsch, Ivri, göttliche Vatersprache. Auf der Oberfläche erfährt eine totale Umwandlung. Kreisende zwei Spiegel, total heißt alles. Plus und Minus gleichzeitig. Wellenberg und Wellendal, hell und dunkel, alles gleichzeitig. Und diese aufgespannte Gestaltwerdung um dich herum ist eigentlich ein doppelt aufgespanntes AND, das hebräische Wort AND, imperfekt existierende Öffnung heißt, ich werde auf- und abschwingen. Jetzt, das ist die totale Umwandlung, von Augenblick zu Augenblick. Das Ganze, dieses Lung, sind übrigens dann deine Vorstellungen, deine Darstellungen. Anja. Die so vor sich geht, dass kein lebendes Wesen auf ihr bestehen kann. Das, was lebendig ist, ist Geist. Lebende Wesen sind immer Geist, Geistesfunk. Und die können nicht auf Dauer auf diese Erdoberfläche in Form von Existenz in Erscheinung treten. Irgendwann begreifst du, was du bist, dass du etwas bist, das als Ding an sich gar nicht existieren kann, weil du ein ewiger Geist bist. Und jetzt werden die Enosch, die Menschen sind ja genau genommen Tiere und Pflanzen vernichtet. Alles wird vernichtet. Das heißt, wir setzen das Haar, wir setzen das Programm erst einmal auf Null. Und diese materiellen Substanzen, raumzeitlich aufgespannte Polaritäten, ist ein raumzeitlicher Tanz, ein raumzeitliches Tanzen, ein Auf und Ab, ein ständiger Wechsel von Informationen, die Art, die erscheinende Schöpfung ist ein Wachraum. Also wenn das keine Matrix ist, dann weiß ich aber auch nicht. Das Ganze ist Z im Meer. Das passiert, ist geboten im Meer, wird das Ganze erweckt. Und das sind Zellen. Zell heißt Schatten, die auseinandergeschmissen werden. N ist He. Existenzen, die zu existieren. Ich, die zu existieren beginnen. Ich. Existenzen. Es gibt. Existiert aber immer nur in dem Moment, wo du es denkst oder wo du es anschaust, ist es vor dir vorhanden. AND, auf- und abschwingen.
Stimmt oder stimmt? Das spiegelt übrigens sind das Geschenke, die ich dir gebe in deinem Traum. Ski ist immer, das ist geschenkte Informationen. Ja. So, wir machen selber Text. Verändern nichts an der Grundlage. Nur Perspektiven. Was liest du aus den Worten heraus? Während das Geistige darin von Gott neue Umhüllungen zugewiesen bekommt. Während das Geistige in diesen, im Zentrum dieser Substanzen, dieser Hülle, du denkst was um dich herum aus, was sich dabei nicht verändert, ist das Geistige im Zentrum. Wie ich dick. Das wie ich, das immer das Zentrum ist von dem, was es sich ausdenkt. Du bist immer hier und jetzt. Du kannst nirgends anders sein. Und alles, was du dir um dich herum ausdenkst, ist auch hier und jetzt. Berosche die Mitten dieses Kopfes. Wenn du ich bist. Das Geistige darin, da geöffnete Generation von einer intellektuellen Existenz, von Neuumhüllungen. Aber um Neuumhüllungen zu kriegen, um neue Bilder zu kriegen, was muss ich machen, wenn in einem Computer neue Bilder auftauchen sollen? Er braucht ein neues Programm und neue Daten. Das ist Holofilm. Ja. Und jetzt, wie ich dick, du musst jetzt verstehen, das wird niemals irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, verstehen. Alles Existierende ist vergänglich. Da steckt das Dir, das Vergängliche schon mit drin. Holofeeling ist nicht für irgendwelche Mitmenschen. Du musst auch keinem was davon erzählen, was aber nicht heißt, dass das du als Brösel und der Brösel nicht weitererzählen darfst. Du wirst bloß merken, dass das sehr, sehr schlimm ist. Und jetzt springe ich immer, ich lasse euch jetzt ganz kurz einmal ein Video hören, eine Erkenntnis, die zutiefst erschüttert. Mal hoffe ich haus hin. Die zutiefst erschüttert. Nach wie vor ist der größte Schock, festzustellen, dass um einen herum alles geistlose Materie ist. Jeder Mensch, der irgendwie aufkreuzt, das ist einfach, ich habe noch nie in meinem Leben Mensch gesehen. Ja, das ist eine Erscheinung wie jeder Vogel, jeder Aschenbecher, jeder Kackhaufen. Es ist überhaupt kein Unterschied, ob jetzt die Information des Brösels vor mir auftaucht oder was. Und zu sehen, dass hinter diesen ganzen Masken, die da auftauchen, dass da einfach kein Geist ist, keine Neugier ist. Das ist für mich... Ich sage jetzt mal ein Leben hin, das groß geworden ist in einer sehr christlichen Familie, Geschwister, Eltern, die ganzen Verwandten, alles, alles ist, ich sage mal, in einer Sekte, die alle wissen, die versuchen sie jetzt zu retten. Sie ist mit Holo, der Geist des Funk ist mit Holofeeling konfrontiert und er stellt jetzt fest, wie unheimlich böse und verlogen die eigenen Eltern, die Kinder, der Mann, alles nur geistlose Figuren im eigenen Raum. Du merkst an den Klangcharakter der Stimme, was das für ein Entsetzen in einem auslöst. Das ist absolut, manchmal könnte ich heulen, echt. Manchmal könnte ich richtig weinen, weil das so weh tut zu sehen, das, wo ich immer dachte, das wären Menschen, die haben Herz. Ich habe mir immer die tiefste Überzeugung gehabt, dass dahinter jeder Maske ein Geist steckt. Das habe ich zutiefst geglaubt. Deswegen wollte es steckt hinter jeder Person, die in dir auftaucht, ein Geist. Das bist du selbst. Ja. Der Geist, der sich diese ganzen Figuren ausdenkt, das ist der einzige Geist, den Traum erlebt. Nur der Geist, der träumt. Der träumende Geist ist der einzige Geist. Und all die Sachen, die du dir ausdenkst, die Menschen, die Lebewesen, haben nur diesen einen Geist. Ja. Wollte ich die auch alle retten, weil ich ja dachte, jeder... Man will Existenzen retten. Du kannst was Existierendes nicht retten, weil jede Existenz, jeder Moment, Momentfehler, hebräisch M-O-M, jeder Moment, der in dir auftaucht, wird mit dem nächsten schon wieder heimgeholt. Es ist übrigens überhaupt nicht grausam, wenn du mal das neue Denken hast, was du meinst. Es ist göttliche Liebe, es ist absolut perfektes, was dir einredet, dass das schlimm ist, wenn es eine Existenz sich auflöst. Das ist das genaue Gegenteil. Ich sage, du musst erst einmal die Disziplin haben, wenn du jetzt irgendwie werdest. Dreh deine Meinung um 180 Grad. Alles, was dir unheimlich gut bisher erschienen ist, im selben Maß, quantitativ ist es schlecht. Der unendlich liebe Udo Petscher, Gott, UB, auf den du vielleicht deine Hoffnung setzt. Ich sag dir das böse, ich werde das, was du zu sein glaubst, vollkommen in dir vernichten. Um dich wach zu machen. Der so aufkreuzt, der kommt in mein Leben, ja, damit ich die große Sonne leuchte und ihm befruchte und dieserjenige durch mich irgendwie inspiriert wird und so. Und auf einmal stelle ich fest, das sind nur meine Gedankenwellen.
plus minus, denke ich, spanne ich auf, fällt wieder zusammen und mehr ist es nicht. Ja. Und das ist, ich komme da immer noch nicht drüber weg. Das ist ein Schock, da muss jeder Geist, muss da irgendwann nochmal durchgehen. Da kriege ich dann hier so Mitteilungen von Einzelfiguren. Es ist halt, man muss das durchleben. Das sind die ganzen Mitteilungen, ob du jetzt Patatute, ob du Lorbeer nimmst, was wirklich geistreich ist, bäumt sich zuerst einmal ab gegen jegliche Art von einseitigem Wissen, von Glauben, von Religion. Es ist ein absoluter Klartext. Die Frage, was liest einer draus, der das liest? Ich sage, ob du ein Weinreb-Fan bist, ob du ein Lorber-Fan bist, Jakob-Lorber-Fan, egal welcher Sekte, ein Moslem, in welcher muslimischen Sekte, du begehst den Fehler, dass du Worte extrem einseitig auflebst, Feindbilder postulierst, meinst, du könntest irgendetwas retten. Dadurch hast du meine christliche Lehre, liebe deine Feinde, überhaupt nicht verstanden. So dass es in anderen Außenformen seinen Entwicklungsgang fortsetzen kann. Das heißt, du wirst dich komplett umformen. Ich sage jetzt, der Trick ist einfach, spiel deine Rolle weiter, aber wisse, was du bist und was deine Person ist. Das ist wie ein Schauspiel auf der Bühne des Lebens. Wie wenn du dich hinsetzt und du spielst eine offene Welt, irgendeinen Charakter, eine Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Lumen. Das Volumen hat nichts mit einem Raum zu tun, vielmehr mit einem Traum, wo du eine Rolle spielst. Das leuchtende Licht, der Lichtkörper, das Licht, das Tageslicht, das Augenlicht, das Licht, das ist das Lumen. Da stecken übrigens dann die B-Lumen. B-Lumen heißt im Lumen, im Licht, das sind die Blumen. Ganz wichtig, die Blumen. Und die V-Lumen, bistabil aufgespanntes Kreisen. Jetzt kriegst du zuerst einmal eine Rolle, eine Schriftrolle und jetzt kommst du hier zwangsläufig in den K3S. Ja. Wie ein Spiegelbewusstsein. Und das erzeugt jetzt eine Krümmung, eine Windung, hat was mit den Rollen zu tun, wobei ich wissen muss, dass dieses Wind, der Wind, das himmlische Kind im hebräischen Ruch auch der Geist ist. Und dieser Geist ist wir in L. BL heißt in Gott. Wir in Gott erzeugen jetzt ein doppelt aufgespanntes L, diesmal mit 70 gelesen, das auseinandergeschmissen wird. Weil mir ja zwei verschiedene das L mit 70 und mit 1 schreiben können. Einmal kriegst du beim 70 das Nichts. Das ist L mit der 1 geschrieben. Das ist Gott, die Gottheit, die Kraft, die Macht, das Nichts, das absolute Nichts. Die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. 32 lebt das Innerste, rot gelesen, das absolut Innerste. Voller Wert 185, 85 ist P. Das heißt hier. Die Affinität, der eine, der hier ist, immer hier ist, in der 100, im Zentrum der 100. Und dasselbe hier mit der 70 ist jetzt das Hochgehobene. Jetzt kommen wir in den blauen Bereich. Das obere, die HWH, die Höhe, das hölzerne, Holz. Das ist auch hier der Baum. Eine augenblickliche Geburt. Das ist dieses Spiel, passiert immer in einer Affinität. Da muss man die Vatersprache verstehen. Dann ich mache aus demselben Text, das ist das Wesentliche, eine vollkommen neue Vorstellung. Das ist die Verzauberung der Welt. Du bist gezwungen, du wirst das Wort nicht mehr herauslesen, wie du selber in die Worte hineindenkst, und dann begehst du immer Selbstentheiligung. Und zwar auf der neuen Erde, die Gott aus der alten Erde hervorgehen lässt. Es wird also die Erde an sich nicht vergehen. Das erweckte Wissen an sich wird nicht vergehen. Du wirst Wissen erwecken, aber jetzt ein vollkommen neues Wissen. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Mhm. Du brauchst ein vollkommen neues Programm. Da kann man jetzt natürlich nochmal zwei Stufen machen. Immer wieder unter deinem tausche ich jetzt nur das Programm aus, lasse ich einen anderen Film laufen, benutze aber noch dasselbe Betriebssystem oder tausche ich das Betriebssystem oder sogar das BIOS in meinen Computer aus und habe damit Möglichkeiten, vollkommen neue Programme laufen zu lassen. Wenn du jetzt nur immer wieder als Trockennasenaffe geboren wirst und immer wieder als Trockennasenaffe eine neue Rolle spielst, als mittelalterlicher Ritter, als Burgfräulein, als König, als Bettler, als Raumschiffkapitän, als Ritter, egal in welcher Zeit, es läuft immer dasselbe Betriebssystem noch. Wenn wir das Betriebssystem austauschen, und das passiert mit Holofeeling,
kriegst du vollkommen neue Möglichkeiten, ganz andere Programme laufen zu lassen. Die Erde, das erweckte Wissen an sich, wird dabei nicht vergehen. Du wirst neues Wissen erwecken. Es wird sich nur völlig verändern. Ebenso wird das Geistige, das in den Schöpfungswerken gebannt war, nicht vergehen. Jedoch sämtliche Schöpfungswerke werden ihr Ende gefunden haben. Also ist auch für die Erdenbewohner das Ende der Welt gekommen. Welt, doppelt aufgespanntes ihr Brandopfer. Ich kann immer nur da wieder darauf hinweisen, es geht nur um dich. Das ist Brandopfer. Der polare Rand, du musst den polaren Rand opfern, von Augenblick zu Augenblick, um eine neue Information zu bekommen. Und da wirst du merken, dass der Brand natürlich sehr vielfältig ist. Wenn wir den Brand einzeln nehmen, das ist schon bloß die KI, wenn ich immer wieder sage, du hast das Kind. KI ist erst einmal ein polarer Rand, BR heißt das äußere, AND heißt Auf- und Abschwingen. Da steckt das schon drin. Das Ganze ist von Gott. Wenn ich jetzt das mit 1 schreibe, von Gott. Ich kann natürlich auch, ist ein gestaltgewordenes Joch, der polare Rand wird ein gestaltgewordenes Joch, das ich hochhebe und das führe ich in die Wunde rein. Und die Wunde heißt eine Beule schlagen, griechisch Traum, eine Traumschöpfung. Wenn wir den Rand alleine machen, wirst du plötzlich feststellen, dass wir 35 Datensätze jetzt hier im Gematrie Explorer, das ist eine Rückübersetzung, der polare Rand ist das Feuer. Ich will jetzt die Rückübersetzungen nicht, das ist aber immer der Logos im Meer. Immer, Schimmer, ein Schimmern. Ich habe zum Beispiel in einem der letzten Selbstgespräche habe ich gesagt, ein Simmern an der Wasseroberfläche. Das Wort Simmern würdest du fast nicht finden. Ein Simmern. Das ist das Schöne. Da haben wir jetzt die Brandwunde. Jetzt ist der Brand ist auch eine Unterform von Feuer. Facetten sind euer. Wenn ich jetzt das als Facette lese, eure Facetten, die du aufschmeißt, das ist der polare Rand, das ist dein Licht. Da kann man natürlich FE auch die 26 draus machen, das Ei sehen. Das ist ein aufgespanntes, erwachtes Ding. Dann kriegen wir den Renn, denk wieder an Ares, in Bewegung setzen, rennen. Ein Brennstoff. Wir können natürlich auch Folgendes machen, BR ist das äußere INN, was sind INN, sind Wolken. Ja. Woll wiederum ist ein hochgehobenes Joch, dein hochgehobenes Joch, das sind die Wolken. Oll, hast du das hochgehobene Joch. Doppelt aufgespannt, dein hochgehobenes aufgespannt, das ist es Wolken. Wolken wiederum führen dich zu Wollen und so weiter und so weiter. Und mit ihm die Erlösungsperiode abgeschlossen, während eine neue Erlösungsepoche. Periode, peri, experimente. Peri heißt um dich herum. Ex herausgetreten, Mendior, sich etwas überlegen, Lügen verbreiten. Das sind die Experimente deiner Physiker. Geistlos nachgeäffte Vorstellungen, die sie sich vorstellen, die zu gewissen Ergebnissen führen, die vollkommen logisch sind, in Maßsetzung der Logik, die sie geistlos nachäffen. Hätte man ihnen das nicht einprogrammiert an der Uni, ein Computer, der wo was einprogrammiert hat, kann gewisse Bilder machen. Ich kann jetzt hier Programme laufen lassen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann mal ganz einfach, den habe ich schon mal gezeigt. Kleines Programm. 200%. Machen wir einen Sinus. Dann machen wir mal hier die Frequenz hoch. Sinuswellen. Programmiert. Der Computer macht das, was ich ihm machen lasse. Ein Programm. Ohne Programm keine Bilder. So einfach ist es. Ihren Anfang nimmt. Und die Erlösungsperiode, sehr vielfältig, jedes einzelne Wort wird jetzt abgeschlossen, da haben wir nämlich dieses OT. Eine dauerhafte Zukunft, die Ewigkeit. Diese Barriere des Ringsum wird jetzt abgeschlossen. Und dann immer wieder die zwei Seiten. Der Raub, die Berechnung AOB ist eine Beschwörung, die Berechnung einer Beschwörung. Der auf dem Thron sitzt, schwört keine Meineide. Ich lasse jetzt das dann gleich einmal gut sein. Die der Erde entrückte Schar der Gläubigen wird dieses Ende erleben dürfen.
Es wird sich die Zerstörung der alten Erde vor ihren Augen abspielen. Nochmal, Augen-A-Gehen heißt Becken, B-Ecken, polare Ecken, es ist deine Farbbrille. Es wird sich auf deiner Farbbrille abspielen. Du weißt aber, da außen ist nichts, das läuft jetzt in mir. Spielen. Denn sie sind durch ihren Glauben in einem Reifezustand. Kopf des Schöpfergottes. FI, habe ich gerade gesagt, ist die 26, ist Eisen. Ganz tiefe Sache, Eisen, etwas hat er ausgeführt, ist Adamas, wird zu Stahl. Zustand. Dass sie in der Erkenntnis leben und ihnen der Ehre. Übrigens dieses Zu, es geht etwas auf und es geht etwas zu. Und das ist unser Befehl, unsere Order. Genau. Auf, zu. Atmaschwert 85 ist hier. Immer hier. Pyramidenwert affin in der 86. Voller Wert. Der Mensch, Jahwe und der Mensch UB. Das sind die zwei. Und der gibt die Befehle. Ich lasse das, diese zwei, die in dir fällen, die Gedanken wählen, gebe ich immer dir Formen durch diese zwei, die fällen. Das ist eine Form, die du kriegst, ist aber immer eine vollkommene Gedankenwelt. Und solange du entheiligst, indem du sagst, es ist richtig oder verkehrt, es ist gut oder böse, es ist einfach nur immer die ganze Welle. Das ist das, was ich dir erkläre. Cut, was ist jetzt da? Worte. Mehr musst du gar nicht wissen, es sind Worte. Und jetzt kannst du beobachten, was dein Intellekt aus den Worten für Vorstellungen macht. Und du musst nicht jetzt zwanghaft glauben, du müsstest aus den Worten eine andere Vorstellung machen. Es reicht, wenn du weißt, es ist auch die Möglichkeit, dort aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen zu machen. Mhm. Ewiger Heilsplan Gottes verständlich ist. Der ewige Heilsplan Gottes, das ist die Vatersprache. So, jetzt springe ich hier mal zurück. Bum, 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 wo muss ich denn hin? Ich habe da nochmal einige Sachen vorbereitet. Habt ihr mich das Bild bitte so? Ja. Ich habe da einige Sachen noch vorbereitet, dass du dir jetzt erst einmal klar machen musst, wo dich das hinführt, wenn du mein Alter spürst. Dass ich jetzt immer nochmal mit einem Drahtdruck mache. Es ist, ich werde dich nicht zwingen, dich loszulösen von deinem bisherigen Glauben. Ich kann dich nur darauf hinweisen, dass ich deinen Glauben dir gar nicht wegnehme, dieses Haar. Ich lasse alles, was du glaubst, ist richtig. Alles, aber nur ein bisschen. Ein Kabel ist ein Auto, ein Kabelstecker ist ein Auto, ein Reifen ist ein Auto, ein Zeitstreu ist eine Küche. Es ist ja ein bisschen richtig, aber vom Heiligen Ganzen hast du eigentlich keine Ahnung. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, dass das Leid, das du erlebst als träumender Geist, wird nicht verursacht durch die Reizauslöser, sondern durch deine zwanghaft einseitige Reaktion darauf. Dass viele Sachen in dir eine panische Angst auslösen, obwohl du eigentlich Freude haben solltest. Mir kommt gerade in Erinnerung, altes Selbstgespräch, Almena-Vortrag. Irgendeiner der alten Almena-Vorträge. Da erkläre ich, und jetzt mache ich eine brösliche Geschichte. Alte Holo-Feelinghausen kennen das, wenn du ein Ersthörer bist, hörst du das erste Mal. Es kommt aber aus dir, das war schon in dir drinnen, bevor du überhaupt an Holofilien gedacht hast, und es wird noch in dir drin sein, wenn du nicht mal an den denkst, an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Udo kriegt einen Anruf. Ich mache jetzt einfach eine Geschichte, du machst aus den Worten Vorstellungen. Ach, ist ja so toll, dass du als Menschensohn wieder da bist. Ich schmunzel dann bloß, weil ich das nie behauptet habe. Ich sage immer, du bist der Messias, ich bin bloß eine Figur, die von dir ausgedacht wird. Ein sehr großer Unterschied. Weil ich erkläre alles den, der mich jetzt ausdeckt. Nur der interessiert mich. Mich interessieren die Menschen, die Affen, die du dir ausdenkst, die in dir auftauchen, wieder verschwinden, auftauchen und verschwinden, interessieren mich überhaupt nicht. Mich interessiert an dir das, was ewig ist. Das ist nämlich der Teil, der ich bin, ist. Und sag ich, ich bin du. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Bist du schon ich? Und da du das vergessen hast, bin ich jetzt als Prisen Udo, als Figur. Ich lasse dir jetzt den Udo träumen und als dieser Udo sage ich dir, dass du eigentlich ich bist. Dass du immer bist, das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ja. Versuche mal als wahrnehmender Geist irgendetwas zu sein. Dann musst du an dich denken, aber das bist du dann nicht und dann wirst du zu einer vergänglichen Erscheinung. Also gut, dann ist ja so schön, dass du Udo wieder da bist als Christus und uns das alles erklärst. Also zuerst eine Beweihräucherung, Behudelung von dem Udo, Freude äußern, aber dann kommt immer dieses Du was anders.
ich habe da am Oberschenkel so einen dunklen Fleck. Und das war genau zu einer Zeit, wo in den Medien sehr viel über Haut berichtet wurde. Über Hautkrebs. Ich habe da am Oberschenkel so einen dunklen Fleck. Und so Holgerchen wird sagen, ich habe da so einen schwarzen Guckel am Hals. Und ich lächle und ich sage, wenn jetzt willst du wissen, ob du zum Arzt gehen sollst. Ja. Ich sage, pass auf, die Antwort wirst du von mir nie kriegen, weil ich mich in dein Leben nicht einmische. Aber ich werde dir jetzt einmal eine kleine Geschichte erklären. Wir denken uns jetzt einmal eine Welt aus, wo du von klein auf erzählt bekommst in der Schule, dass du eigentlich kein Affe bist, sondern ein Gotteskind, das in einem gewissen Maß in einer Matrix, in einer Gebärmutter lebt. Und die, die die Reife haben, die werden dann erweckt und kommen dann eigentlich in das biblische, himmlische Reich, was man sich auch immer da vorstellen will. Und die, die Reife haben, die werden von Gott gekennzeichnet, indem sie einen dunklen Fleck auf dem Oberschenkel, da haben wir den Engel schon, oberste Engel, auf dem Oberschenkel kriegen oder am Haar als und so einen dunklen Nubbel kriegen. Okay, wenn man dir das von klein auf erzählt, wirst du jeden Morgen wach werden und als erstes die Bettdecke hochreißen, den Oberschenkel anschauen, oh Scheiße, immer noch kein dunkler Fleck da. Nochmal ein Tag leben, nochmal ein Tag leben, bis er mich wach werden lässt. Das ist das, was man sich automatisch logisch hochrechnet. Wenn man dir jetzt aber erzählt, wenn du einen dunklen Fleck kriegst am Oberschenkel, dass das ein ganz, ganz böser Krebs ist und dass du dann sterben musst, siehst du dasselbe Bild und du interpretierst dasselbe Bild komplett anders und hast eine panische Angst und rennst zu einem Arzt und der soll dir das dann rausschneiden oder wegmachen. Zwei Seiten. Ich sage dir jetzt übrigens nicht, welche richtig oder verkehrt ist, weil das wäre wie wenn ich dir sage, was ist richtig, der Wellenberg oder das Wellental. Alles, was sich widerspricht, ergibt einen vollkommen neuen Sinn, wenn man die beiden Seiten, und du benötigst die beiden Seiten, du benötigst alle Sichtweisen. Und das ist jetzt, das Wissen macht dich blind. Und jetzt das Einzige, was ich mir wünsche, Gott wünscht sich was, zwangsläufig, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, ich zwinge dich ja nicht, mir zu vertrauen, dass du dir wirklich jeden Moment mit dem Cut bewusst machst, was ist jetzt da, und dann machst du dir bewusst, wie deine jetzige Logik, dein zwanghaftes Wertesystem das interpretiert. Und dann lässt du jegliche Art von Klugscheißerei und Mitläuferei von Einseitigkeit. Du äffst dein Wissen, sind einseitige Facetten, ich nenne jetzt das einfach mal aus dem Internet, aus diesem Wissenspool, den du zum Denken benutzt, ist ja nur dein Intellekt. Das heißt, alles, was Leute behaupten, wo sie nicht beschwören können, und ich lege jetzt nochmal dieses Augenmerk auf das Wort beschwören. Kannst du es beschwören, heißt, hast du es mit eigenen Augen gesehen? Hast du es selbst erlebt? Ich reduziere das mal, warst du dabei als Zuschauer, als Beobachter? Oder kennst du das nur vom Hörensagen? Dass es dir logisch erscheint. Okay, und jetzt schaust du, was du glaubst, was du als hundertprozentig sicher bis dato angesehen hast. In dem Wahn, wo du dich wähnst, dass das, was du geistlos nachäffst, was du nur gelesen, gehört hast, was man dir erzählt hat, gleichgültig wer oder was. Du kannst nur beschwören, das ist ein Faktum. Ich habe da auf der Internetseite das gelesen, der oder der hat das behauptet oder der hat das gesagt. Das kannst du beschweren, aber nicht, dass das, was du gehört hast, stimmt. Und jetzt können wir uns mal hier irgendwelche Nachrichtensprecher oder irgendwelche Fernsehdiskussionen anschauen und da fangen Pixelmännchen in dir zum Reden an. Ich habe jetzt da ganz bestimmtes Talkshow ganz aktuell im Kopf, hole ich jetzt aber nicht her. Und da wird jetzt über die Ukraine, die Bilder aus den Ukrainen, stimmen die Bilder oder stimmen die Bilder nicht? Und ich mache jetzt einfach Folgendes, alles was du glaubst, jetzt mache ich ja mal ein krasses Beispiel. Ich setze dich hin, ich lege die Hand auf einen Hackstock. Und jede Äußerung, die du äußerst, sage ich, wenn du an Meinheit schwörst, hacke ich dir ein Glied, einen Finger ab. Für jede Lüge, die du machst, hacke ich dir einen Finger ab. Und ich bin nicht böse, du bist böse, weil du lügst. Dieses Spiel spiele ich jetzt mit dir als Brösel. Und du wirst sehr vorsichtig werden, was du plötzlich behauptest. Kann ich es wirklich beschwören oder äffe ich nur eine Einseitigkeit noch? Ja. Und ich betone immer wieder bei Holofeeling, das geht, beginnt schon, hier wurdest du von deiner Mutter geboren. Ich weiß es nicht.
Ich garantiere bei 99,99999999 und jetzt sage ich 4 Wochen lang 999, der Brösel, die du dir jetzt ausdenkst, schlage ich zu. Nichts ist trügerischer wie das, was dir logisch erscheint. Ja. Das ist, dass ich sage, du bist logischer oder du bist nicht besonders geistreich. Und es ist keine Schuldzuweisung gegenüber irgendjemandem, den du dir ausdrückst. Das ist der große Schlüssel. Diese allumfassende Liebe. Zu wissen, dass egal was ausgedacht wird, es ist ein Dasein müssen. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Schreibt das oder schreibt das nicht? Das ist das Jein. Aber gleichgültig, was er schreibt, er kann sich nicht raussuchen, was er schreibt. Ein träumender Geist träumt. Du kannst dir nicht im geringsten raussuchen in einer momentanen Situation, was du träumst, was du denkst. Du wirst schonungslos mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Informationen konfrontiert und du bist der Einzige, wirklich der Einzige, der das erlebt, was du jetzt erlebst. Jetzt in diesem Moment. Was du aus den Worten machst. Du kannst aber als Geist beobachten, wie du darauf reagierst. Darum interessieren mich Gedanken, sprich Menschen, die du dir ausdenkst, überhaupt nicht. Das ist natürlich auch einseitig. Dann auf der anderen Seite doch wieder, wenn man den Udo kennenlernt, wie schonungslos er mit einer unendlichen Geduld dich darauf hinweist, dass du derjenige bist, der das erlebt und nicht irgendein Gedanke von dir. Aber das mache ich immer. Ich spreche immer nur mit Geist. Bis zu einem gewissen Punkt. Du wirst dann irgendwann einmal den Mut haben müssen, das zu akzeptieren, auch deine Rolle weiterzuspielen, die ich ja gar nicht verändern will. Das sind ja Lernprozesse. Gleichgültig, ob du jetzt einen Guten oder einen Bösen, das stutzt mir jetzt schon, weil was ist gut und was ist böse? Wenn ich weiß, was ein Kegel ist, ein Kreis oder ein Dreieck, ein Berg oder ein Tal, wenn ich weiß, was eine Welle ist, greift es nicht lückenlos ineinander wie Puzzlestücke, wenn ich das jetzt so mache? Wie Männchen, wie Mann und Frau, wie Träumer und träumender Geist, worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Träumer und der Traumwelt? Der Träumer ist immer derselbe Träumer, die Traumwelt verändert sich laufend. Der Träumer ist immer, aber nicht der Träumer, den ich mir jetzt ausdenke. Setze für Träumer Denker. Ein ausgedachter Denker ist nicht im Meer, sondern der ist schon ein Denker, eine Gedankenwelle. KR wie berechnet, heißt übrigens Aue Weide zum einen und heißt Lamm. La-MM, eine auseinandergeschmissene Existenz. Das ist das Symbol des Lamms. Haben wir ja vorhergehend dann mit dem See und mit dem Testudo. In der Spiegelung. Das ist einfach, du bist ich. Und dann haben wir einen riesen Bereich von Esoterik. Und diese Esoterik wird natürlich sehr interessant. Und da mache ich jetzt nochmal so eine Kleinigkeit, wo ich nochmal hole. Da habe ich nochmal was vorbereitet, das machen wir mal da weg. Ach, den kann man auch einmal anschauen, welcher Synchron. Das ist nochmal eine Badadude. 45 ist ja der Adam, 44 ist das Kind. Adam, das Kind, könnte ich jetzt lesen. Die 44 ist Ilet. Und ich starte das einmal hier oben, wenn du das siehst, bei 85 Sekunden, 85 ist ja P. Mhm. Auch der Mund. Ich weise da immer wieder darauf hin, dieses P, diese 85, das Ende, der Mund voll, die Öffnung, schauen wir schon, dieses OFF, ein Kreisen, wo man die zwei Facetten, Wellen, Berg und Wellen, da oben sehen. Das sind zwei Facetten und die sind nun Existenz und Existenz, ich könnte immer wieder sagen, Wellen, Berg und Wellen, da sind G, immer die Synthese, der Geist. Die sind nun ein Geist. Das ist natürlich der Rand, ein berechnetes Auf und Ab, habe ich gerade schon gesagt. Ra ist eine existierende Öffnung, ND heißt Auf- und Abschwingen, sich in Bewegung setzen. Und das Ganze ist das hebräische Wort für hier, wobei natürlich der Mund als Ding an sich sehr interessant ist, wenn wir in das lateinische Mundus gehen. Ich habe da schon mal darauf hingewiesen. Kommst du jetzt hier in eine ganz, ganz eigenartige Form, das ist Triformis, nennen wir das. Das ist erst einmal ein reines Licht. Ein Licht, das Licht deines Ichs, das ist natürlich auch Neet, im engeren Sinne Sublex. Sub. Ein in Bewegung gesetzter, ein Möbel. Das ist natürlich das Sublex
Wir müssten da immer ein bisschen tiefer schauen, weil die Übersetzungen sehr, sehr viel. Ein Hausgerät, ein Schatz, ein Kleinod, ein Kirchengerät. Heilig. Spaßig, ne? Ein Supplex. Mundus, was hier ganz wichtig ist, dass dieser Mundus 1. Wir haben aber noch einen Mundus 2. Das ist das zur Sauberkeit des Körpers beitragende Toilettengerät, der Putz der Frauen. Die Frauen, Fra, das Wilde, Wilet auf Hebräisch, dieses Wil, das doppelt aufgespannte Kind. Und die Welt. Wir waren hier, das Wild, wir waren bei 45, 44. 44 ist das Kind. Ich glaube ja nicht, dass es irgendwelche Zufälle gibt. In einer Komplexität zu denken und was ich jetzt mache, das heißt auch, das LG hat man hier, das waren die 34, als drei Fliege diesen Gatt, der Jupiter, ist dabei, das J-Wett machen. Das ist ja jetzt 34, ich kann ja auch 3, 4 lesen, wenn ich das jetzt zusammenschiebe. Dann kriegst du den Jupiter, darum ist es auch hier, Geburtshilfe leisten. Das mache ich jetzt. Ich mache Geburtshilfe, ich hole dich aus der Matrix raus. Und jetzt, das war nur, ich starte hier bei 85 ein. Und 85 ist jetzt, starte ich ein und dann achte mal, was bei 92 kommt. 92 ist das Dodo. Ich war erfüllt von seinem Geist, von seiner Kraft und seinem Licht. So, das ist jetzt das. Und jetzt kommt als nächstes 1,32 ist der eine und 32 ist Leben im Inneren. 32 ist das innerste Herz. Das ist die Grundradix vom Leben. Das innerste Herz, das rote Herz in der Mitte. Der Geist, der wirkliche Geist, der Sinn, der Verstand. Und jetzt kommt als nächstes. Und also war mir alles möglich, weil Gott selbst in mir wirkte. Das sage ich dir jetzt als Test Udo in Bezug, alles ist mir möglich, weil UP in mir selber wirkt. Und dass ich hier an Beweisen, dass ich der bin, der ich bin, betone ich immer, es geht nicht um den Udo, es geht dieses Anfang Jupiter-Zahl von meinem Geburtsdatum bis hin die Wiedergeburt Christus. Es läuft alles synchron. Auch dein Leben läuft perfekt ab. So, und jetzt machen wir einen neuen Sprung. Das ist jetzt ein Robin Kaiser, ein nettes Kerlchen, ein junger Busch, gibt Unterricht, denken wir uns jetzt aus. Das sind nur Namen, er macht dir die Illusion des Weltalls und wenn man da ein bisschen sich das anhört, kannst du dir ja hersuchen, wenn du da Interesse daran hast. Das ist die Homepage dazu. Eine von unendlich vielen Homepages in dieser Richtung, bin Psychologe, Autor, Inspirationsgeber, hat Bücher geschrieben, alles sehr, sehr interessant. Alles ein bisschen richtig, klingt fast wie Holofeeling mit fehlerhaft. Da sind viele alte Beispiele dabei, die ich hier schon lange bevor es den überhaupt gegeben hat, gebracht habe. Ich schmäle das jetzt nicht, sondern ich sage, die Qualität der Menschen um dich herum steigert sich. Aber es ist immer noch ein großes Problem. Es wird hier zwar schon versucht, das Ganze als Matrix darzustellen. Es wird hier von vertikalem Denken gedacht. Ein schönes Beispiel dazu ist immer mit Frequenzen. Du musst dich komplett lösen. Halt einfach das erste und das zweite Gebot. Es ist ein Matrix-Programm, das ist richtig, aber wenn du immer wieder auf raumzeitliche Vorstellungen zurückgreifst, dass jetzt zum Beispiel um dich herum, ich mache jetzt mal eine vereinfachte Form der Metapher in diesem Video, dass um dich herum sind jetzt unendlich viele Frequenzen. Das heißt, Fernsehfrequenzen von Asteroiden, von Satellitenfrequenzen, die Fernseh ausstrahlen, Radiofrequenzen, Handyfrequenzen, all das ganze Zeug. Du bist in ein riesen Meer von Wellen, von elektromagnetischen Wellen eingebettet und in dem Moment, wo du eine einzige Frequenz rausfilterst, läuft in dir ein Film. Auf deinem Fernseher wird immer nur der Film laufen, wo du den Kanal eingestellt hast. Wenn du mit jemandem telefonierst, wie auch immer das Ganze funktioniert, du musst dich auf eine Frequenz konzentrieren. Die Schwierigkeit ist, dass keiner eigentlich weiß, was Frequenz ist. Bei Frequenz denken alle an Schwingungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt an Farben denkst. Farben, das damals sind das elektromagnetische Wellen. Licht bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Gleichgültig, welche Frequenz das Licht hat, diese elektromagnetische Welle hat.
Aber auf der anderen Seite schwingt es dann wieder mit unterschiedlichen Frequenzen. Was ist eine Frequenz? Will ich jetzt nicht erklären, wird zu weit führen. Es reicht eigentlich, wenn man das Frequenz. Hier sind wir im Kleinen, da machen wir doch ganz kurz den Frauenbund. Das ist die Welt im Kollinen, ganz interessant. Eine Welt, das heißt ein doppelt aufgespannter polarer Rand des Meeres im Koll heißt alles, Ain heißt nicht existieren. In diesem Meer, in dem alles nicht existiert, das heißt die Welt im Kleinen, bis du einen doppelt aufgespannten Rand aufbaust. Im Meer, im hebräisches Wort für Meer, Koll heißt eins, Ain heißt nicht existierend. Und das ist das Mikrokosmos, das ist die kleine Ordnung, der Mikrokosmos. Und da ist dieses Brevis, da kommen wir gleich mit Brav. Brev, Mundus Brevis hat was mit Brav zu tun. Was bedeutet eigentlich Brav? Das ist also hier das H-Im, L-H-Im, von Gott erzeugt Körper. Das Meer von Gott erzeugt raumzeitliche Körper. Wir können ja das ML mit 70 lesen, dann heißt es gestaltgewordenes Joch, was hochgehoben ist. Und das, was du hochhebst, ist jetzt erst einmal der Kosmos. Das ist Himmel heißt Kosmos, heißt Ordnung. Das ist die göttliche Ordnung, erkläre ich dir mit Holophilie. Und dann kann man das natürlich hier XUB-mäßig als die Unterwelt, der Eingang zum Mundus, bla 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 bla. Das sind drei Formen von Welt. Ein Wissen, das unendlich verteilt ist in dir selber. Und jetzt das Schöne an Holofeeling, ich betone nochmal, du musst das alles nicht wissen. In dem Leben fordere ich von dir nur eine allereinzige Erkenntnis. Was bin ich und was sind meine Gedanken? Warum sind meine Gedanken? Kategorie 3 Frage, weil ich das jetzt denke. Und warum denke ich das so, wie ich es denke? Weil mein geistlos nachgeäfftes Programm, meine Matrix, mir das aufzwingt. Das Programm, das in mir läuft, lässt zurzeit dieses Leben in mir laufen. Das ist das Buch, das du liest. Ja. Aber das wiederum ist ein winziges Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Und da kann man sich jetzt reinhören. Und der hat dann dieser Busch, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, Cut, das ist nur ein Gedanke. Der wird jetzt so sein, wie du in dir denkst. Jetzt hast du da eine Vorstellung, schau dieser Pixelmännchen ein Bild. Dann schreibt der Bücher, das ist natürlich wie alle jungen Menschen, die meinen, die hätten irgendwas verstanden. Und wir schauen uns jetzt einmal ganz kurz in dieses Buch rein. Er verkauft natürlich die Bücher. Ihr wisst, wie ich da dazu stehe. Aber auch das ist alles in Ordnung. Ich denke mir meinen Teil dazu. Solange er irgendwas verkauft, was ihm einfällt, ist es zwangsläufig fehlerhaft. Und da gibt es jetzt ein Buch. Da kann man hier, ich habe jetzt da mal gemacht, da gibt es eine Stelle, das ist dieses Matrix-Texte. Natürlich aufbauend auf den Kinofilm Matrix, ihr seht das Ganze schon, das ist schon alles nachgeäfft. Wenn er der Erste ist, sagt er, ich habe die Matrix gemacht. Den Robin kann man natürlich jetzt auch roh, wir sind wieder bei Ra, Ka-I, können wir jetzt auch auffächern, Nomen ist Omen, Texte, Matrix, Inhaltsverzeichnis, schauen wir mal, Auflösung der Dunkelwesen, kosmische Rolle des Menschen, universelle Gesetze und das ist jetzt Isokak. Erfahrungsprogramme, Matrix, Lichtkörper mit Einseitigkeiten, Auswirkungen der RNA-Impfung. Ist man in der Lage, wertfrei zu sehen? Innere Sicht, die Geschichte des falschen Meisters, 349. Und jetzt kommt Distrikt. Da schauen wir mal ein bisschen näher hin. Über Distrikt 860 Bescheid wussten und mir von einer Legende erzählten, dass auch in ihre Ebene Wesen kommen werden, die den Schleier lüften würden. Gleichzeitig wurde mir gesagt, dass mir diese Ebene dafür gezeigt wird, um hier auf der Erde davon zu berichten und durch den Erfahrungsbericht von Distrikt 860 ein anschauliches Bild eines luziferischen Kollektivs zu skizzieren, weil es eine gewisse, wenn auch geringe Wahrscheinlichkeit auf dieser Ebene gibt, dass wir geradewegs auf eine solche Brave New World zusteuern. Übrigens wurde mir auch gesagt, dass andere Autoren dieses zum Teil bereits verbreitet haben, zum Beispiel Aldous Huxley in seinem Buch Brave New World, einen naheliegenden Distrikt aus einem fünfdimensionalen luziferischen Kollektiv beschrieben hatten. So, wenn du diese Worte jetzt liest, was machst du wieder draus? Was löst das Wort Luzifer in dir aus? Was löst das Wort fünf Dimensionen in dir aus? Ja. Bevor wir da zuerst einmal reingehen, schauen wir uns das Wort brav an. Du wirst dich wundern. Das Wort brav, Adjektiv, gehorsam, folgsam, reglich, kommt aus dem lateinischen Barbarus,
Barbar, BR, außen, außen, hat auch Bedeutung unkultiviert und wild. Das heißt, der brave Mensch ist eigentlich unkultiviert und wild. Wild heißt ein doppelt aufgespanntes Kind. Jeder, der brav das nachäfft, was seine Lehrer ihm sagen, jeder, der brav nachäfft, was die Massenmedien verbreitigen, Lauterbach und so weiter und so weiter, immer schön brav folgende Tierchen sind, dressierte Tierchen sind, die sind brav. Besonders dem Stier, raumzeitliches Tier, bezogen, lebt diese Verwendung Barbus weiter im spanischen Bravo. In beiden Sprachen entwickelte sich aus wild, das war Frau, die Logik, grausam, aber auch zu tapfer, tüchtig. In diesem Sinne wird Spanisch Bravo ins Italienische, bla bla bla, vermittelt. Herkunft, Französisch zunächst die Bedeutung geeignet, brauchbar, tüchtig. Das sind die Sklaven in Ägypten, die Mitläufer. Egal, welcher du mitläufst, egal, welcher Partei du anhängst, ihr seid geistlose Mitläufer irgendeiner Einseitigkeit. Ihr seid geistlose Rechtsradikale, ihr seid geistlose Linksradikale, ihr seid geistlose Gutmenschen, geistlose Weltverbesserer. Welt, ein Polarrand, was willst du an einem Polarrand besser machen? Es ist einfach nur. Während es zur Form gewordener Zeit des 30-jährigen Krieges. Schau mal. Was steht jetzt da? Ich sag dir gleich, geschlossen im Kopf ist big. In mir der Geist. Der geschlossene Kopf ist in mir der Geist. Und das Jahresmaschine und hier und da beginnt jetzt das Schlafen. Wiederholen. Kriege führen. Immer wieder Kriege führen. Immer wieder aufs neue Kriege führen, um Frieden zu schaffen. Ein Oxymoron. Im Sinne von tapfer. Diese Bedeutung gilt ebenso wie die Verwendung richtig trefflich und im 19. und 20. Jahrhundert zugunsten von gehorsam, folgsam, redlich zurück. Ich sage immer, die letzten 200 Jahre haben so vollkommen in den Geistigung geführt. Du bist gehorsam, folgsam und redlich in Bezug auf deine Autoritäten, die du dir ausdenkst, aber nicht in Bezug auf das, was ich dir als Gott sage. Was macht ein gutes Gotteskind, ein guter Christ? Der hält erst einmal die Gebote, macht dir kein Bild von dir selbst und kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Er liebt seine Feinde und er sorgt sich nicht um morgen. Magst du das? Muss ich das irgendwie kommentieren? Alles gesagt. Alles gesagt. Ganz einfach. Und jetzt schauen wir uns mal hier den Luzifer an. Da springen wir zuerst einmal in das Ich bin du rein. Das beginnt ganz in Ich bin du übrigens ganz vorne schon hier, Seite 45. Ja. Dann kommen wir in den Luzifer und jetzt ist jetzt hier immer wieder die zwei Seiten. Ist der Luzifer ein guter oder ein böser? Da heißt es ganz am Anfang schon, ist kein böser Engel, wie du glaubst, sondern ein Lichtträger. Lateinisch Lux. Lutz ist Lux Ferre. Der das Licht in sich trägt, der dich auf den rechten, richtigen Weg bringen soll. Luzid bedeutet hell, durchsichtig, klar, verständlich. Luzidität bedeutet die Helle, die Durchsichtigkeit, die Verständlichkeit. Ich spreche doch ein ganz klares Deutsch. Eine ganz klare Aussage, wenn du an etwas nicht denkst, dann existiert es nicht. Wenn du es denkst, ist es, weil du es denkst, dann ist es genauso, wie du es denkst. Warum denkst du das so, wie du dir es denkst, weil da was in dir drin ist, ein Programm in dir drin ist, das dich das aufzwingt, dass du das so denkst, wie du dir das denkst. Und jetzt stell dich neben all den ganzen Sachen, die du dir jetzt ausdenkst, dich selbst, dem Programm und die Sachen, die aus dem Programm entspringen, erhebe dich darüber und schau dir dieses Spiel an. Kannst du es nun erkennen, keine Spur von einem bösen, gefallenen Engel, der die Schuld an irgendeinem Leid trägt, weil er dich laufend in Versuchung führt, um dich in dein dunkles Unglück zu stürzen. Er beleuchtet nur die gefährlichen Stellen deiner Welt. Und jetzt kommt eine eigenartige Verdrehung. Was passiert, wenn irgendwo ein Leuchtturm aufgestellt wird? Der schreit dich, wenn du ein Schiff im Meer bist. Fahr da bitte nicht hin. Da sind Felsen. Da gehst du unter. Okay? Erkennt Luzifer als meinen Boden, denn er will dich nur den sicheren Weg zu mir weisen. Und den findest du niemals am Rand.
wo alles brennt, brannt, sondern im Zentrum des Meeres. Jetzt kommt dieses Tragen. Fertil bedeutet fruchtbar, Gene tragen, Fertilität, Fruchtbarkeit. Die englische Ferry ist eine Fähre. Die Überträgerin, die benutzt wird, um ein Hindernis zu überbrücken. Ein wirklicher Priester ist ein Pontifex, ein Brückenbauer. Und jetzt ist es, dass du anstatt meine himmlische Richtung einzuschlagen und das Böse zu verlassen, läufst du seltsamerweise immer nur deiner eigenen Hinrichtung entgegen. Deine Vorstellung von richtig führt dich aber immer nach außen. In irgendeine Einseitigkeit. Ihr seid dumme Fliegen, die ins Licht fliegen und verbrennen. In dieses Falsche, in das äußere Licht. Das rote Licht, die Lampe im Projektor zu erreichen, die kannst du nicht erreichen, das bist du. Und da kommt jetzt hier diese wunderschöne Geschichte vom Luzifer Teufel auf Seite 48. Kann man sich ja nochmal hersuchen. Da wird jetzt nämlich genau erklärt, wo das Problem ist. Lass dir gesagt sein, umso mehr Halt eine Wahrheit dem Menschen zu geben scheint, umso mehr man den Fehlglauben hegt, dass eine Wahrheit Sicherheit ist, richtig ist, nur richtig ist, desto mehr engt sie euch Menschen ein. Lerne barfuß zu laufen. Du wirst sehen, es macht Spaß, ist gesund, haltet ab und lässt dich jede Feinheit des wirklichen Untergrundes, auf dem du dich geistig bewegst, erleben. Es lässt dich wirkliche Freiheit spüren. Der Luzifer Teufel hier ist überhaupt nicht schlecht. Das, was schlecht ist, ist was ganz was anderes, die schlechter. Okay, soviel zum Thema Luzifer. Wir sind hier ja unsere Thematik. Wir waren beim Kollektiv, das kommt dann noch dazu, halt kleinen Moment, und jetzt kommen wir hier zu dem fünf, zu dem eigentlich Kollektiv, und jetzt mache ich kurz mal das Lichtfarbenspiel deines Bewusstseins. Das ist ja hier noch relativ harmlos. Lass uns das ganz kurz lesen. Das Lichtfarbenspiel deines Bewusstseins in esoterischen Kreisen wird oft nur von einer 3D, einer unteren 5D, einer oberen 4D und einer 5D-Ebene gesprochen. Ich habe hier die Farbe schon geändert. Das ist nur blau. Das ist aber so eine eigenartige Mischung. Das geht jetzt hier in diese zwei Violett, Lila, Purpur, Lila. Eine untere, eine obere 4D. Wir haben jetzt schon Hüben 4 und Rüben 4, beziehungsweise 3. Und eine 5D. Die 5D-Ebene, wenn ich das blau mache, heißt eine 5D geöffnet, wird es eine Wahrnehmung. Es ist einfach nur eine Facette, ein einseitiges Bild, entweder hell oder dunkel, entweder von der Welle, der Berg oder der Tal, entweder gesund oder krank. Das ist eine Wahrnehmung, die sich öffnet, ist blau. Das ist hier aber rot geschrieben, das ist die Quintessenz, aus dem das entspringt. Die ein suchender Mensch, das ist jetzt schon blau, Menschen werden so sein, wie du sie dir denkst, und die sind nur dann da, wenn du sie denkst, und wenn du diese Menschen jetzt beobachtest, diese Affen, die glauben, dass die angeblich einmal in der Zukunft das erreichen können. Diese ganzen esoterischen Schwätzer, die du dir ausdenkst. Du kannst dich jetzt auch bewundern. Ich habe jetzt diese ausgedachten Menschen negativ gemacht. Einseitig können natürlich auch positiv gedacht werden. Ich, OB, werde dir jetzt geistreich erklären, erwecken. Ich werde in dir Koll, alles. Alles Erde, IH schreiben. Was das wirklich bedeutet, in diese von dir Geist de facto jetzt ausgedachten esoterischen Kreise, dazu zählt übrigens auch der Kleine. Weil das, was er hat, ist auch nur rezitiertes Wissen und inspiriertes Wissen, das er immer noch raumzeitlich auslegt und verkauft. Wisse ist nämlich nicht wirklich, schon aufgrund der generierten Tatsache, dass diese von dir jetzt ausgedachten esoterischen Kreise nur Existenz einer aufgespannten Berechnung, flackern deine eigene in dir selbst kreisenden Gedankenwellen sind. Auch die Dinge, die du dir ausdenkst, auch esoterische Geiste, Gott, das Himmelreich, sind alles nur Gedanken. Böser Fehlglaube einmal in der Zukunft. Dort, wir öffnen, wird nichts passieren. Versuche mal in der Zukunft was zu machen. Was du machst, packst du jetzt. Das wiederhole ich immer und immer wieder und du vergisst es immer und immer wieder. Wer das installiert? Hättest du dieses neue Wissen installiert, das heißt, dass sich das in dir abspielt und mit dem neuen Wissen wirst du komplett neue Bilder kriegen. Mhm. Wenn etwas, augenblickliche Erscheinung, Zeit, die gibt es nur jetzt. Wenn etwas passiert, dann geöffnete Schöpfung, die auch mit 70 gelesen Wissen ist immer zwei Existenzen, passiert ist de facto im Meer,
in dem träumenden Geist, der immer ist, flagrant, existenzaufgespannter Berechnungen hier und jetzt in dir selbst. Du bist immer. Du bist ein ewiger Geist. Jeder Moment, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Cut! Jetzt frage ich dich, was ist daran verkehrt? Wieso willst du das nicht wahrhaben? Wieso vergisst du das immer? Wie mächtig ist noch dein Ego? Das heißt, in deinem eigenen Indivisional, die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision. In deinem Nichtbewusst, dieses Nichts, kann ich jetzt natürlich ein Nichtbewusstsein, Bewusstsein ist nichts, was man denken könnte. Ein Indivisionalbewusstsein ist ein lebendiger Geist. Leben ist die Öffnung deines Intellekts und das ist eine Gehirnberechnung. Und dieses GR allein ist das Fremde, der Fremde, der in der Fremde übernachtet. Diese Gehirnberechnungen erzeugen, erschaffen jetzt dich selbst als sterblichen Affen in einem Traum, als den Protagonisten, der du zurzeit so sein glaubst, an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Das ist eine Gehirnberechnung. Und der besteht aus verschiedenen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsebenen, die immer gleichzeitig da sind. Das ist jetzt schon wichtig, wie das die Farbe. Da gehen wir gleich im nächsten Farbenspiel drauf ein. Geistreich gelesen sieht das so aus. Die immer grün jetzt aufblühen, GL, Ei, ich. Energie ist Gott und das bin ich. Ich, zeitig da sind. So wie Meer, Wasser, das ist jetzt Geist, Bewusstsein, Energie, rotes Licht, UND, aufgespannt existierende Öffnung, dessen großen Wellen und deren Oberwellen, das sind diese Schichten der Free-Transformation. Und dann ganz oben ist die Gischt, das, was eigentlich herausspritzt aus der obersten Ebene. Ich OB, ich Geist bin, ich Mensch, ich Person und meine momentane Wahrnehmungen stehen ganz perfekt auch in Farbe gesetzt da. Es gibt in deinem Individualbewusstsein grundsätzlich zwei verschiedene Darstellungsformen der von dir wahrgenommenen Informationen. Deine persönliche Gedankenwelt, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Sie besteht aus in dir feinstofflich gedanklich erscheinenden Wahrnehmungen. Das ist das, was du jetzt denkst, egal wo du dir was hindenkst. Und eine in dir real, dir, Fragezeichen, real erscheinende. Übrigens, dieses Tier jetzt, ihr, hier, das heißt heilig, ganz. Das sind immer ganze Wellen. Real, re, zurückkehren zu Gott. Dieses, das sind die Wellen. Real heißt schon, re haben wir natürlich wieder schlecht oder gut. Angebliche äußere Welt, AUS ist AUB, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist die äußere WLD, der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Merkst du, was da für eine Metaebene in den Worten mit drin steckt? Man kennt das Matrix-Programm. Sie bestehen aus in dir real erscheinenden feststofflichen Wahrnehmungen. Da kannst du ja weiterlesen. Ich wollte nur dieses Farbenspiel, haben wir ja zwei Stück. Grundlage ist das Farbspektrum. Und das wird jetzt hier, das ist Physik. Und ich könnte jetzt wieder nicht nur jedes Wort, jedes Bild, könnte ich dir hier eine Woche was erzählen dazu. Und du wirst jetzt merken, was ich hier nur ansprechen will, das habe ich ein paar Mal gemacht, die Schichten der Farben, die ich hier setze. Roter Adam im Gelben. GL heißt schon der Geist Gottes. LB, Leb, ist das Innerste, habe ich dir gerade gezeigt, das Innerste, das Herz. Und in diesem innersten Herz, eingebettet in dem Gelben, das ich jetzt außenrum gemacht habe, ist der Rote, ist der Adam im Zentrum. Das Wort Adam heißt auch, ich werde still und schweigsam. Der Geist, der träumt, mischt sich in den Traum nicht ein. Für alles, was im Traum passiert, existiert der träumende Geist nicht. Er schaut einfach nur, er werde nicht, er schaut, was jetzt ist. Das ist das Rote im Gelben, symbolisiert im Geist des Gottessohns. Und du kannst jetzt Stück für Stück, und dann wird jetzt ganz interessant, jetzt kommt das Orange. Das hebräische Wort heißt auch feinstes Gold. Dieses feinste Gold ist auch Rotgold. Und jetzt passiert was Irres, dass dieses feine Gold im Roten ist. So wie hier der Rote im Gelben ist, ist zwangsläufig im Roten ganz im Zentrum das Gelbe, der Geist Gottes. Und dieser Gelbe wiederum wird im Roten, wenn er im Roten ist, ist er im Gelben. Bist du dabei? Ja. Der Geist Gottes ist im Menschen und der Mensch ist im Geist Gottes.
Das sind die vier Seiten vom Einheitskreis. Darum heißt es dann auch hier, dasselbe Wort heißt auch wie eine Ganzheit, wenn wir das als Vorsilbe lesen. Das sogenannte Rot-Gold, Kaff als Vorsilbe gelesen, das ist die Vollkommenheit, die Ganzheit, die Vollständigkeit. Wenn ich das M hinsetze, dann heißt es ihre Gruppe. M als Suffix gelesen, ihr in Bezug auf männlich, Mehrzahl, die Gruppe. Das ist jetzt hier dieser geistige Kopf, ist UB und PE ist BE, BE Quadrat. Als BE gelesen ist immer hier. Also das Spiel hier, wenn du das einmal hast, es ist ein Klein oder eine Perfektion, wo verschiedene Wahrnehmungsebenen ineinander geschoben werden. Und ich sage jetzt gleich von vornherein, da geht jede Kleinigkeit in den Berechnungen. Das ist kein esoterischer Kack. Da gibt es die Nachtfarben, das sind die sogenannten Rot-Blau-Farben. Interessant, plötzlich ist es Blau im Roten. Das Ganze in der Mischung gibt dann Lila, Laila, wissen wir, deine Nacht. Das ist auch Flieder, die Nacht, bla bla bla. Lass ich jetzt weg, ich wollte es nur gesagt haben, du musst es nicht wissen, es reicht mir vollkommen, wenn du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das war jetzt nur, um hier zu zeigen, wenn du hier das Kollektiv zum Beispiel, wenn ich irgendwas nur negativ oder nur positiv auslegen tue, fühle ich das zwangsläufig in eine Irre. Aber was wir uns jetzt schauen, dieser Distrikt 86, das mache ich jetzt gleich einmal weg. Jetzt machen wir spaßhalberweise, gehen wir uns einmal, wir schauen uns jetzt mal Worte mit 860 um. Und du solltest immer wissen, es gibt hier positiv und negativ. Da gibt es viele, viele, noch viel mehr Möglichkeiten. Ich greife jetzt nur zurück. Hier zu sehen sind das erste Mal, dass das jetzt aktuell, wenn hier rausgestellt, in diesem Gematrix-Programm 81 Datensätze. Immer dran denken, 1 durch 81 ist 0,012345, die Reihe der natürlichen Zahlen. Man kann das anders darstellen, nämlich ein Neuntel mal ein Neuntel. Und dann nochmal Spiegel hüben, Spiegel drüben. Und das erzeugt jetzt 0, 0. Die ersten zwei und dann kommt die erste Spiegelung, die zweite Spiegelung, die dritte Spiegelung und so weiter und so weiter. Das haben wir jetzt schon erst einmal, SAF ist die Schwelle. Jetzt hast du diese Spiegelungen, sind die Wellen. Logische Wellen, die du in dir aufschmeißt. Wir wissen, wenn wir ein Waff dazwischen lassen, kriegen wir das Ende. Das ist die große Verbindung zwischen diesen Schwellen. Wenn wir hier ein Waff dazwischen machen, kriegst du den Sub. Raumzeitliches Wissen verbinden wir zu einer Einheit und dann kommst du hier zum absoluten Ende. Das ist auch dieses Schilfmeer, wo man dann mehr oder weniger hier in der biblischen Bedeutung, das ist einfach das Bewusstsein von UP, beziehungsweise blau gewesen, raumzeitlich aufgespanntes Wissen. Immer diese zwei Seiten. Das Hier und Jetzt ist das ewige Ende, das Ein, nicht existieren, das Ein-Sub, das Bewusstsein UPs. Du kannst nur dann wach werden, wenn du jetzt schläfst. Das sind jetzt so diese Vorgänge chronologisch gedacht. Wenn wir das zusammenschieben, du musst schlafen, träumen, um was bewusst erleben zu können. Das heißt, du bist wach, wenn du weißt, dass du jetzt schläfst. Das ist die andere Aussage. Mit allem, was zum Träumen dazugehört. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, diese 860, pass auf, das sind jetzt, sagst du mal, das sind jetzt viele Kleinigkeiten, das hast jetzt hier Handfläche, Formen, mir müsste das alles anschauen, ich will dir mal zwei elementare Punkte zeigen, die hier wichtig sind. Das ist übrigens hier die Krankheit, wenn du mal nachschaust, das hat was mit gelben Flecken zu tun, das Gelb hat man gerade. Kaufpreis, wir schauen nochmal wesentlich die Reinheit, die Unschuld. Ausgespucktes, immer plus minus, plus minus, plus minus, aber es sind zwei Sachen, sind ganz wichtig bei der 860. Bei diesen 81. Das ist einmal dieses Wort hier. Das ist die Matrix. Nochmal, dieses Buch heißt Ausgang aus der Matrix. Das ist mit Holofeeling wird alles wichtig. Was hier dann als Ausgang gesehen wird, so kommst du aus der Matrix nicht raus. Da wird noch Feindbilder von richtig und Verkehr gepredigt. Dann kommt ein bisschen Nada Brahma, die Welt ist lang. Ein Sammelsurium von zusammengelesener Seelenaufspaltung,
von zusammengelesener Esoterik, die dann verknüpft wird, wie es halt alle Esoteriker machen, aber immer noch in irgendeiner Form unbewusst raumzeitlich denken. Was hier interessant ist, man muss das doch mal wissen, was das heißt hier wirklich in B-Vorsilbe in der Matrix. Interessant, schau mal her. Die 86 auf der 10er Ebene, äußere Wert ist 300. Das ist die äußere 300, das ist das äußere Shin. Das ist die Schaffen. Die Affen erschaffen mit ihrem äußeren Sinn, mit ihrer Logik, mit einer weltlichen Logik irgendetwas. Und da heißt es jetzt hier, und da steht es hier schon, Rechen für sich alleine heißt Gebärmutter. Mhm. Sagst du mal, das Erchet ist die Grundform von Ruach. Und Rechen ist das hebräische Wort für die Matrix. Geber wiederum, wissen wir, ist der Mann. Der Gabriel, der Geburtsgeber. Und die Gebärmutter ist praktisch das Wissen, die Muttermutter. Der Mutterleib, der Mutterschoß. Ein Erbarmen, das sind so Unterformen, da heißt es hier ganz einfach, alle Matrix, das göttliche Geheimnis der Wortmatrix. Gottes Kinder, die sich nach der Befreiung aus ihrer Matrix sehnen, vertrauen dort jedoch einzig den geistlosen Autoritäten ihrer eigenen Matrix. Gleichgültig, was du jetzt als Autorität ansiehst, wer bestimmt, wer wiederum von den von dir ausgedachten Affen eine Autorität ist, die dich weiterbringt in deiner geistigen Entwicklung oder wer hier irgendwie teuflisch ist und irgendwas Böses von dir will. Wer bestimmt das? Bestimmst du das selber oder bestimmt es die Logik, die du zum Denken benutzt? Ist die Logik, die du zum Denken benutzt, deine Logik oder hast du dir die eingefangen wie einen Virus? Einen Coronavirus. Ja. Corona ist ein Lichtkranz, ein Heiligenschein. Ist das was Negatives? Ich erweise dir jetzt einen geistreichen Hebammendienst, der ihre materialistische Logik widerspricht, arrogant und selbsttätig zurück. Das ist immer wieder diese ganzen Autoritäten weisen diesen geistreichen Hebammendienst, den ich mit Holofeeling bringe, zurück. IOBs wunderbares Liebesangebot wird von egoistischen Menschen nicht liebevoll angenommen. Und ich sage dir, okay, musst du nicht nehmen auf die Freiheit, ich zwinge dich nicht, ich wünsche mir für dich. Sondern seine Liebe und unsere Weisheit wird von ihnen zurückgewiesen. Was ist das für ein Spinner? Was bildet der sich ein? Der glaubt, der ist Gott. Habe ich noch nie behauptet. Ich sage, du bist Gott. Der, der mich jetzt ausdenkt, ist Gott, nicht ich. Also bloß. Ja. Unsere Liebe reagiert auf jede Zurückweisung. Unsere Liebe zwangsläufig mit immer höheren missverständenden Ausschlägen in der Matrix. Und das sind dann die Schicksalsschläge, die ich dir zukommen lasse. Und die waren unerträglich. Das ist das, was ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und es wird immer schlimmer werden, bis du dich eines Geistreicheren besitzt. Das ist hier, das ist die Matrix. Und die Matrix des Meeres, ich mache nur das Indran, ist die Barmherzigkeit. Das Mitleid, das Erbarmen, das ist das hebräische Wort für Barmherzigkeit. Übrigens, der Geist, Ruch, ist Wasser, rot. Das ist reine Barmherzigkeit. Ich bin Barmherzigkeit, die absolute Barmherzigkeit, das Erbarmen. Ich bin Ruchim. Rechim, die Matrix des geistigen Meeres. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was zu denken. Und du machst dich fest an einer einseitigen Auslegung. Das ist das, was ist. Schau, wir können hier das Memim, Beruch im Geist ist das Wasser. Zum Beispiel liest. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter runter. Da haben wir jetzt dann schon aufgeschmissene Bergkuppe. Das ist immer interessant. Da gingst einher spazieren, du wandelst dich ständig in diesem ganzen System. Und da kommt nochmal eine entscheidende. Das ist ein Plappern, ein wortreiches. Schau mal, wortreich. Wie definiere ich das Wort? Wortreich. Der Fleiß, der Eifer. Du darfst dich beim Wort nicht festmachen. Das ist jetzt nur ein Zahlenwert mit vielen Facetten. Das ist, jedes Ding ist ein Kristall. Schau, und jetzt haben wir nochmal eine 860. Seltsamerweise auch der äußere Wert 300. Und das ist hier El Hayom. Ruch, siehst du das? Da haben wir jetzt genau diese Radix. Ruch, der Geist Gottes. Der Geist Gottes. Ruch, El Hayom. Geist, Gott, das Meer.
Das ist dieses Symbol, unser Immersein, das mit seinen Gedanken wird. Dies ist Heiliger Geist. Der dritte Adam, ein Mensch nach Gottes Ebenbild, der alles ist, reines Holo-Feeling. Und wenn du jetzt den Geist Gottes schreibst, in Werten ist der 86214, ist 300, das ist Shin, das ist der Logos, mit Endzeichen geschrieben hat er den Wert 860. 1086. Ich, UB. Fragen? Ich bin der Geburtsgeber. Die 90. Das ist das Spiel. Man kann vielfältig das Ganze hin und her drehen. Da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie unendlich genial dieser Udo Petscher ist. Wie genial muss der Geist sein, der sich so einen göttlich übergenialen Menschen ausdenken kann. Der sich den ausdenkt. Du denkst dir doch das jetzt aus. Wenn du dir einmal die Mühe machst, dich wirklich mit dem Gesamtkomplex von Holofeeling, das dir zugänglich ist übers Internet, durch diese Internetadresse, die ganzen Bücher des Farbenspiels, die Holo-Arithmetik, die Hologrammatik, wenn du dich damit auseinandersetzt, du bist doch derjenige, der sich in dem Moment, wo du das anschaust, aus dir selbst in dir zu einer Information machst. Das Internet ist in dir. Nicht, du holst von außen nichts herein. Du kannst in dir immer nur das zu sehen bekommen, was du dir aus dem absoluten Innersten, sagst du mal um dich herum, dir ausdenkst. Erst wenn du dir was ausdenkst, beginnt in dir etwas zu existieren. Das gilt auch für jedes Tier, für jeden Menschen, den du dir denkst. Der existiert, diese Tierchen, diese Affen, ob du die Einstein oder Sokrates oder Jesus oder Mohammed oder wie du diese Affen auch nennst, sie beginnen in dem Moment hier und jetzt in dir zu existieren, wenn du an die denkst. Und wenn du ich bist, ich habe vor 2000 Jahren natürlich jetzt gedacht, ganz definitiv gesagt, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich. Vor 2000 Jahren, vor einer Unmenge von Leben, obwohl so viele Leben waren, das gar nicht klappt, bist jetzt nachrechnen, knappe 40, ist es definitiv jetzt in dieser Spur, da gibt es natürlich noch andere Spuren, ist mir bewusst geworden, ehe ein Abraham war, bin ja ich. Es existiert ja gar kein Abraham, wenn ich kein Abraham denke. Von dem ich angeblich abstatte über so und so viele Generationen, das kann man alles in der Bibel nachlesen. Aber was jetzt noch viel kräftiger ist, dass du plötzlich erkennen musst, dass ich als Udo Petschers auch ehe ein Jesus in der Vergangenheit war, bin ja ich. Den gibt es ja gar nicht, wenn ich ihn nicht denke. Und wenn ich ihn denke, ist er immer hier und jetzt in meinem Kopf. Aber was jetzt noch viel krasser ist, dass den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, gar nicht gibt. Wenn du ihn nicht denkst, du kommst hierarchisch, du Geist. Ich erkläre dir, was du bist. Du stehst hierarchisch vor jedem Menschen, den du dir ausdenkst. Du stehst sogar vor einem ausgedachten Gott. Oder genauer gesagt, steht er vor dir, wenn du ihn dir ausdenkst. Merkst du, wir haben schon wieder zwei Seiten. Stehst jetzt du vor Gott oder Gott vor dir? Die Frage stellt sich nicht, wenn du weißt, dass wir jetzt wieder sowas haben. Die Frage ist, wer ist das, der sich jetzt dieses Dilemma ausdenkt? Das bin ich. Da muss doch jetzt einer sein, der sich an Gott ausdenkt und an Brösel ausdenkt und an Geistesfunk, nenn es, wie du es willst. Und jetzt schaue ich einmal, dass der Brösel dich fragt, denke ich mir jetzt Gott aus oder denkt Gott mich aus? Und ich sage, diese ausgedachten Menschen denken sich gar nichts aus. Da muss einer da sein, der sich zuerst einmal diese zwei Denker ausdenkt. Jetzt wirst du mit Geist konfrontiert. Das ist Geist. Und nicht dieses ganze religiöse, esoterische Geschwätz, was die Figuren in deinem Traum einfach vor sich hin plappern, weil du das jetzt träumst. Die sind alle freigesprochen. Und jetzt betone ich mit Nachdruck, das ist alles hundertprozentig sicher, hier und jetzt. Das kannst du, wenn du jetzt diese Gedanken mitgegangen bist. Es sind ja deine Gedanken übrigens, die ist gar nichts anders übrig geblieben, wie dir das jetzt anzuhören, was ich in dir träume, was ich dir jetzt träumen lasse. Du musst jetzt nur begreifen, dass du der bist, der sich dabei nicht verändert hat. Es hat sich an dir selbst nichts verändert, es haben sich die ganze Zeit nur deine Informationen verändert. Gleichgültig, ob du jetzt an dich denkst oder an Udo denkst, du denkst immer an Informationen, die du aufpasst, die an dir selbst nicht das Geringste verändern. Das ist meine Botschaft. Und wenn du Geist bist, wirst du das zu nutzen wissen. Und wenn ich jetzt nur von deinen Gedanken spreche, der kriegt es nicht mit. Also seid ihr hundertprozentig sicher, dass jetzt diese Brösel auf dem Bildschirm das nicht mitkriegen, was du jetzt erlebst.
Du Geist. Es kann auch durchaus sein, dass du einer dieser vier Brösel bist. Kriegst du trotzdem nicht mit. Du kannst jetzt an ausdenken, der sich dieses Video anschaut, so wie ich mir ja auch dieses Video anschaue. Ich schaue mir jetzt dieses Video an. Jetzt kann ich mir noch an ausdenken, der sich auch dieses Video anschaut. Der sieht das Video aber bloß, wenn er ich ist. Lass es auf dich wirken. Er muss Geist sein, sonst sieht er es nicht. Wenn dann wieder sofort an eine Existenz denkst, die kriegt es nicht mit. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Okay. Das ist das Resümee. Danke. Das muss man nicht wissen. Und jetzt, ob du jetzt das im Großen und Ganzen reflektieren kannst, und dann kommt immer wieder, du wirst jetzt dein Wissen abrasten und sagst, oh, ich weiß ja nichts. Das ist gut. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Es geht mir nicht um dein intellektuelles Wissen, wenn ich sage, du bist jetzt Professor oder Arzt und hast was studiert. Das wird zu belanglos. Ich sage, du müsstest jetzt einmal Gespräche beginnen. Wir denken uns jetzt einmal Gespräche aus zwischen einer Nadja. Und ich sage mal wieder, die Nadja hier, das Pixelmännchen, das eine dieser Pixelmännchen, das ist eine Ärztin, die hat Medizin studiert, das ist eine Frau Doktor. Das wird so lächerlich, das Wissen mit Holofeeling. Nicht, dass da irgendwas nicht stimmen würde. Es sind Puzzlestückchen, das ist wie Perspektiven. Aber es nützt dir überhaupt nichts. Es führt dich von einer Falle in die nächste. Das beginnt schon hier mit gesund machen wollen, mit Krankheiten bekämpfen. Wie war das? Ich wiederhole nochmal im letzten Selbstgespräch, wenn du operiert wirst und du wachst dann auf, dann ist es nicht gut gegangen. Wenn du Geist wach wirst und du bist wo ganz woanders und du denkst nicht mehr einen Hauch an den du jetzt denkst, wenn du jetzt an dich denkst, dann läuft ein neues Programm in dir. Aber dann bist du eigentlich bloß reinkarniert. Wenn du jetzt aufwachst und du denkst in keinster Weise an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, sondern du denkst jetzt an einen ganz anderen Menschen, aber wenn du in dich reinschaust und jetzt musst du dieser Schauspieler werden, steckst du jetzt in einer Rolle und du kannst dich durchaus in ein vorheriges Leben, sprich in einem vorhergehenden Film, den du gedreht hast, oder die vorhergehende Rolle, die du im Theater des Lebens gespielt hast, erinnern. So wie ein Schauspieler sagt, in meinem letzten Film war ich der und im jetzigen Film bin ich der. Mhm. Dann bist du wirklich wach. Mhm. Die Wiedergeburt. Lass mal diese Ebenen dir klar machen. Es gibt hier in den Offenbarungen eine Erkenntnis, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du reinkarnierst, die Reinkarnation, oder ob du wieder auferstehst. Wieder Auferstehung ist etwas, ein bewusster Akt. Wenn ich jetzt als Udo Betscher da bin, ich weiß, wer ich in der Vergangenheit war, Vergangenheit nicht in Bezug auf chronologisch, sondern hierarchisch. So wie du dich jetzt zurückerinnerst, du kannst jetzt sagen, ich weiß, dass ich irgendwann einmal in die Schule gekommen bin. Ich weiß, dass ich aus der Schule rausgekommen bin. Es ist alles, was passiert ist, ist jetzt passiert. Das ist das Geheimnis der Transversalen, der Vertikalen. Zwar nicht in der Vergangenheit. Wir müssen zuerst einmal die Zeitachse in die Vertikale trennen. Dann trennen wir aber immer noch oben und unten. Du kannst nur geistig aufsteigen, wenn du unten bist. Wie weit geht es sofort? Immer wieder auf, immer noch eins auf, immer auf, bis ins Unendliche, wenn du willst. Du kannst aber auch nur von oben herunterfallen oder absteigen, wenn du oben bist. Das ist das Schöne am Leben. Der Aufstieg geht bloß bis zu einem gewissen Punkt und dann kippt das System immer wieder um. Immer wieder um. Das nennen wir Evolution, Exfolvere herausrollen, Revolution hineinrollen. Das ist dieses Spiel. Gedanken werden tauchen auf und die verschwinden. Zack, 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 zack. Evolution passiert immer im Jetzt. Was keine Menschen interessiert, ist der Punkt in der Mitte, in dem sich das Ganze abspielt. Das ist das Auge des Zyklopen im Wirbelsturm, in dem die absolute Ruhe, und wir wissen ja, die Ruhe, die Stille, ist der Adam, das Rote. Das Rote im Zentrum, aus dem das Blaue entspringt. Das hast du dann natürlich flächig, das sind die sogenannten Kugelwellen, atmende Kugelwellen. In einer Darstellung kann ich dir zeigen, auf Wikipedia gib Kugelwelle ein und dann siehst du einen roten Punkt, der aufblitzt. Ist natürlich nur zweidimensional dargestellt. In der Mitte blitzt was Rotes auf, das wird blau und dann gehen die Wellen nach außen. Was wir uns jetzt so stellen, kannst du dir, es ist wie eine atmende Kugel. Und da spreche ich jetzt, ohne darauf einzugehen, bloß meinen Luftballon mit den Punkten drauf an. Meinen Sternwerfer.
Das symbolisiert dieses Spiel der Verstreuen und des Verbindens. Es ist kein ISO-Kack, wo wir machen. Das ist hier das Distrikt 6860. Das ist alles, das, wenn du das jetzt liest, wenn man das Video anschaut hier mit diesen Matrix-Welten, dann nicke ich die meiste Zeit ab, aber ein bisschen schwanger gibt es nicht. Um das abzuschließen, ich sage immer wieder hier mein Dark, wenn wir Dart spielen. Dieses Spiel, wir sagen, wenn der Pfeil in das Bullseye trifft, ins Zentrum trifft, ist wie wenn ein Kontakt da ist. Und dann öffnet sich die Tür in eine vollkommen neue Welt. Und dann ist es gleichgültig, ob du ein Trillionstel Millimeter vorbeischießt oder 10 Meter vorbeischießt. Vorbeischmeißt. Ja. Entschuldigung. Ja. Entweder hast du Kontakt zu dem, was ich dir erzähle, oder du hast keinen Kontakt. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Mhm. Das heißt, bevor du nicht weißt, was 100% sicher bedeutet, 100%ig sicher, wirst du nie wissen, was du selbst bist. Und was dir klar werden muss, dass von den Menschen, die du dir ausdenkst, die sich in dem Wahn wähnen, dass das, was sie glauben, 100%ig sicher ist. Es ist mir ein leichtes, dass all dieses Geschwätz zu 99,99999% du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Diese ganzen Axiome der Naturwissenschaften, diese Dogmen der Religionen sind 100%ig sicher, geistlos, nachgeäfftes, extrem fehlerhaft ausgedachtes Vorstellungswesen, das mit der Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun hat. Und das treibt dich, du bist ein Getriebener und du wirst bis in alle Ewigkeit ein Getriebener sein, bis du dich festmachst an dem, was 100%ig sicher ist. Und das ist das, was du selbst bist. Man gebe mir einen festen Punkt und ich hebe Hebel, ich hebe dir die Welt aus den Angeln. Und der feste Punkt bin ich. Weil es ist 100%ig sicher, dass ich im Meer, das ist wie ich dick, dass ich weiß, was das im Meer bedeutet, dass ich immer hier und jetzt bin. Egal, wo ich mich als Brüssel räumlich oder zeitlich hindenke, das, was ich um mich herum denke, ist hier und jetzt in mir, in diesem Punkt. Das ist der Punkt der Kamera Obscura. Es befindet sich weder in dem obskuren Krishna, den ich mir ausdenke, noch in der Kamera, in dem Gewölbe, das ich vor mich hinstelle, sondern genau in dem Punkt zwischen diesen zwei Seiten. Wer hören kann, der höre. Und jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Es war jetzt wieder mal ein Wort zum Sohn-Dog. Ja. 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 Jetzt haben wir natürlich das große Spiel, obwohl heute Substock ist. Und jetzt ist natürlich der Trick, jetzt ist nochmal die Wiedergeburt des Christi, dieser Bruch der Gesetze mit dem Sabbat. Was ist der Sohn-Dog? Der erste Dog in der Woche wäre, wie was auch das, das sind so Kleinigkeiten, die zur Entheiligung des gesamten Systems spüren. Und Batsch.